Ich habe die Kamera nicht hier drin. Geil. Moment. Wieso ist die Kamera denn? Ach so, nee, das Spiel ist zu weit oben. So rum ist das nämlich. Da. Ich weiß doch nicht, wo ich die Kamera hinmache. Ja, bevor ihr jetzt schon schreit, gucken wir gleich mal. So, Information aktualisiert. Zup. Cross-Save aktivieren. Mit Cross-Save werden deine letzten 5 Spielstände automatisch zwischen allen Plattformen synchronisiert. Warum nicht? Jabra! Dankeschön, für 20 Monate Prime Reserve. Ja, ich hatte ja auch Latein. Na, ist doch klar, dass ich das richtig ausspreche. Also, was ich gesehen habe, ist, dass das Spiel ganz schön gut aussieht. Danke. Es gab ein Intro, das habe ich mir noch nicht angeguckt. Und ich würde sagen, wir starten einfach ein neues Spiel. Viel zu viel Zeit will ich jetzt nicht in die Charakter. Das ist wie bei Alien. Danke. Wie macht man mit solchen Fingernägeln deine Faust? Danke. Okay, was ist das denn? Es ist Cthulhu! Das geht doch jetzt in irgendeine Körperöffnung rein. Ja, moin! Aber wieso ist das denn so eklig? What the fuck? Who are you? Ja, da war ich gestern auch. Ich würde mir gerne, wenn ich dann spiele, habe ich irgendwie Bock auf einen weiblichen Schurken. Deswegen würde ich sagen, machen wir mal ganz schnell Schurke. Die Fertigkeiten werde ich nicht ändern. Also, ne, ihr kennt wahrscheinlich, vielleicht kennt ihr ein Pen and Paper, vielleicht sogar über uns. Das funktioniert alles mit Würfeln, also wie man hier zum Beispiel sieht, Akrobatik umfasst alles von Gleichgewicht bis Saltos zum Angeben, ebenso nützlich wie zum Flüchten. Wird dann gewürfelt auf ein D2, also ein W20, beziehungsweise im Englischen steht es dann noch ein Dice, One Dice 20, ein W20. Aber ich würde hier, glaube ich, nichts ändern. Da habe ich nämlich viel zu wenig Ahnung von. Da dauert mir alles viel zu lange. Die Werte sehen doch eigentlich ganz ordentlich aus. Mit Geschicklichkeit wird unser Primärwert sein. Intelligenz brauchen wir nicht so viel. Wieso haben wir denn so viel Weisheit? Ja. Okay. Nehmen wir hier einfach mal so hin. Klasse, haben wir gemacht. Aussehen. Oh, stimmt. Ja, something just woke up down here. A tidy slot, but no rune. What? The stone's less worn here. Ja, nee, also wäre schon eine weibliche Stimme, wäre schon ganz schön. Wie sehen denn die Köpfe aus? Ja. Mensch, ganz krass anders. Nehmen wir halt die 5. Hautfarbe. Oh, das ist ein sehr lauter Sound. Soll ich das ein bisschen leiser machen? Ich mach das mal ein bisschen leiser. So, jetzt hört ihr gar nichts, aber so, ne? So, danke für die ganzen Subs und Resubs. Da wollte ich jetzt nicht auch noch reinquatschen, während das Video läuft. Also, ich weiß gar nicht. Ich glaube, da kommt noch ein Video. Das waren jetzt
Ich glaube, Jabra, Agent Select hat ohne Prime gesubbt sogar. Genauso wie Gumani, dankeschön. Red Shadow Lemon hat auch ohne Sub, ohne Prime, ohne Sub. So Quatsch. JPC hat Resub, Dice hat 300 Bits da gelassen. Domi hat Resub, Domi 01. Und Creeper hat auch noch Resub, dankeschön. Warum einen Schurken? Weil ich in solchen Spielen, also generell in Rollenspielen, ne, viel zu oft spielt man da irgendwie den Kämpfer oder einen Krieger oder so. Und irgendwann bin ich dann geswitcht und habe gesagt, ich spiele halt immer einen Magier. Das heißt, Krieger und Magier habe ich jetzt langsam echt mal durch. Also dachte ich mir, warum nicht einen Schurken, der vielleicht auch mal so ein paar Truhen öffnen kann oder was weiß ich. Was sind wir denn überhaupt? Volk sollten wir erstmal. Was haben wir denn? Wir haben Elfen. Aber man kann auch noch eine Unterart nehmen. Hochelf, Waldelf. Tief. Was ist denn ein Tief? Tiefling. Dann haben wir die Drow. Sollten bekannt sein. Ja, gut. Menschen. Githyanki. Ach, das war, haben wir eben im Intro gesehen. Die haben so eine nicht vorhandene Nase. Zwergen. Oh, ganz nice. Halbelfen. Und den Halbling. Keine Ahnung, ich nehme einfach einen Draw. So. Lolf ergebende Draw oder Zeldarine Draw. Ja, werde ich mir alles ganz schön alles nochmal durchlesen, wenn denn das Spiel dann erscheint. Ich weiß gar nicht, wann das rauskommt. Wie gesagt, das ist nur eine Early Access Variante. Joa. Augenfarbe. Pff, lila. Haare. Oh ja, stimmt. Warte mal, die Haare sehen. Die sehen ganz gut aus. Wie viele Haare haben wir denn? Okay, Karl. 25. Aber ich gehe mal davon aus, ja, komm, wir lassen das einfach so. Machen wir mal. Hoppla. Nee, das sieht mir schon viel zu krass aus. Nee. Nee. Ja, komm, lassen wir das. Herkunft. Tef ist okay. Danke. Scharlatan. Unser Hintergrund. Du bist ein Manipulationsexperte, der zu Übertreibung neigt und mit Freunden davon profitiert. Krimineller? Nee. Unterhaltungskünstler, Volksheld, Gildenkünstler, Adliger, Einsiedler, Sonderling? Du bist in der Wildnis aufgewachsen und kannst fernzivilisatorische Annehmlichkeit überleben. Hintergrundmerkmale, Übung mit Athletics und Survival. Arkan, nee, Weiser ist dumm. Seemann brauchen wir mal. Athletics und Perception ist schon nicht schlecht. Soldat, Alter, wie viel es hier gibt. Da, Fingerfertigkeit und Stealth, wir sind Straßenkind. Nach einer Kindheit auf der Straße weißt du das Beste aus allem zu machen. Bam. Ist das Game sowas wie Divinity Original Sin? Ja, das geht so in die Richtung. Die haben ja das von Baldur's Gate 2, das war ja noch komplett ISO-Perspektive und die Kämpfe, du musstest immer pausieren, um den Leuten dann zu sagen, okay, du machst als nächstes dies und das. Das Kampfsystem ist aber für Baldur's Gate 3 geändert worden, was ich gar nicht schlecht finde. Und ich glaube, es ist so wie Divinity Original Sin. Name ändern, ja, aber wie denn? Wie heißt denn so ein... Oh doch, ich nenne ihn einfach wie meinen WoW-Charakter. Nimbi. So, Bums. Fertig. Ich habe heute nämlich nicht allzu viel Zeit. Wovon träumen wir denn nachts? Wieso haben die denn auf einmal so... Wieso sind die so spitz? Ich muss um kurz vor drei aufhören heute, denn wir haben gleich noch ein Telefonmeeting. Wovon träume ich nachts? Von Zügen und Flugzeugen, denn Flugzeuge erregen mich. Ist ja auch von den Divinity-Machern, genau. Genau. Ja, aber ich träume doch nachts... Träume ich von Frauen? Aber ich bin doch eine Frau. Nee, lass mal einen Mann nehmen. Ey, lass doch hier so einen Tiefling. Ich weiß überhaupt nicht, was das beeinflusst. Ja, genau. Selbst die Halblinge. Oh mein Gott. nee, Männchen. Ich träume nachts von Halblingen. Ich finde Tiefling eigentlich ganz cool. Die sehen ganz nice aus. Nehmen wir einfach den.
Gibt's noch andere? Mephistopheles? Zariel? Asmodeus. Ne, Asmodeus ist schon nice. Wieso müssen wir den denn auch so halbwegs erstellen? Dann heißt, der kommt auch im Spiel vor. Kannst du sogar den Hornstil ändern? So Diablo-mäßig. Ja, nice. Die Hautfarbe in braun oder rot? Ne, der ist schon eher so rötlich. Ja, komm, passt auch. Aber der hat keinen Namen, oder? Tätowierung? Am Gesicht? Mhm. Oh, die ist am Hals. Ja, ist okay. Nehmen wir. Aha! Wir haben jetzt dieses Ding ins Auge gekriegt. Warum auch immer. Das sind ganz schön viele Tentakel. Oh mein Gott. Was? Ja, Bruder, muss los. Wie bei Warcraft. Jo, was? Oh. Jetzt kommen auch noch Drachen? Ach so. What? Möchte mal kurz sagen, dass das mega cool ist. Ah ja, überlebt. Danke. Wo hat er sich denn jetzt hin teleportiert?
bewusstlos. Okay, wow, das war mega cool gemacht. Also, Wahnsinn, wie gut das ausgesehen hat. Also, ich habe zwar 1000 Fragen, aber das war ja richtig geil. Also, unser Gegner ist dieser Cthulhu-Mann. Vielleicht, wer weiß. Aber kam mir sehr mächtig vor, der Knilch. Was machen die da mit den Leuten, die hier irgendwie so eingesperrt sind? Ah ja. Was machen die mit den Leuten, die hier in diesen Dingern eingesperrt sind? Dann haben die laufend die toten Typen da gezeigt. Beleben die. Also ist das quasi. Saugen die Leute leer und den anderen Typen dann voll? Oder war das vorher schon? Kannte man das Intro vorher schon? Also, wie, ich hab's noch nicht gesehen. Ja, war ein bisschen creepy mit den Dingern. Wir haben jetzt so ein Teil bei uns im Kopf. Und wir haben auch Stimmen gehört, bei der Charaktererstellung zumindest. Also. Naja. Okay, also die Standard. Vielleicht wird's ja noch erklärt. Ja, da gehe ich von aus. Das ist bei Baldur's Gate ja eigentlich so ein bisschen so gewesen. Steuerung, ja, wir können die Kamera frei bewegen. Da oben haben wir eine Minimap mit, oh Gott, 1000 Sachen, die wir ein- und ausblenden können scheinbar. Hier unten haben wir unsere Fähigkeiten. Haupthandangriff, Hieb, Fernangriff und das ist so ein Crippling. Was haben wir denn hier? Springen, eintauchen, stoßen, eintauchen? Überziehe die Oberfläche deiner Waffe, deine Waffe mit etwas und zusätzlichen... Wie cool ist das denn? Warte mal, geht das? Stoßen? Verstecken? Werfen? Spurten? Okay, hier sind so Aktionen. Springen? Es gibt Springen? Oh mein Gott, okay. Ja, hier haben wir so eine Schnellleiste für Tränke. Erzeugt eine brennbare, fettige Oberfläche. Das wird ein Heiltrank sein. Wiederbelebensschriftrolle. Und sind das Zauber? Erschaffe hauchdünne Lichter, die das Gebiet erhellen. Hinterhältiger Angriff. Nutze das Abgelenktsein des Gegners. Voraussetzung. Ah, so ein Meuchel. Oder das gleiche nochmal vom Fernkampf. Ja, okay. Also früher warst du, warte mal, wenn man Leertaste drückt. Genau, dann hat man Pause gemacht. Rundenbasierter Modus erzwingen. Du bist jetzt im rundenbasierten Modus, RBM. Dieser Modus bricht die Welt auf Runden herunter, die jeweils 6 Sekunden repräsentieren. Er kann dazu genutzt werden, um Fallen und Gefahren aus dem Weg zu gehen oder Heimlichkeit einzusetzen. Okay. Und wir kriegen auch immer schon angezeigt, wie weit der ganze Kram weg ist. Wenn ich jetzt... Ah ja. Okay. Ja, Alt ist wichtig. Dankeschön. Alt hat man früher immer Sachen angezeigt, die man benutzen kann. Also den Typen, da können wir schon mal looten. Aber wieso haben wir nicht genug Bewegung? Wir sind doch gar nicht in dem... Ach so, doch, sind wir wohl. Rundenbasierten Modus verlassen. Umschalt Leertaste. Ah ja, jetzt können wir auch freilaufen. Gucken wir uns doch mal das Ding hier an. Okay, die sind scheinbar alle leer. Voll cool, wie da man ranzoomen kann. Also sind die alle weggekommen? Was ist das hier? Zuchtbecken. Okay, wir können damit Sachen machen. Ans Becken greifen, Nachforschung, das Becken untersuchen. Ich finde, wir sollten das erst untersuchen. Ich gucke gerade mal nach, ob wir die Sprache ein bisschen lauter machen können, weil, also die ist auch für mich zwar gut zu hören, aber ich glaube, für euch könnte das ein bisschen leise sein. Stimmlautstärke machen wir mal auf 100. Und vielleicht das Spiel generell nochmal ein bisschen lauter. So. Hippie, dankeschön für den Resub. German 450 hat auch 16 Monate voll, ohne Prime, danke sehr. Heva hatte noch resubbed. Chili, Erfski haben auch resubbed. Staubgeist ist 15 Monate dabei. Tobis Welt hat resubbed. Kugijiro hat 2 Jahre voll. Danke sehr. Divine X-Brown, guten Morgen Chris, hoffe du und der Chat habt einen schönen Tag. Das ist ja nett, dankeschön. Hoffe ich auch. Okay, also das Becken. Ja, wir untersuchen das Becken.
Oh, das, lol, man muss wirklich würfeln? Intelligenzwurf, Ziel 11. Wie cool ist das denn? Danke. 15, ja fuck. Hä? Erfolgreich? Warte mal, war das andersrum? Danke. Ach ja, D&D war anders, genau andersrum zu, was wir jetzt gespielt haben, das schwarze Auge. Da hätten, bei schwarzen Augen hätten wir, glaube ich, unter 11 würfeln müssen, hier über 11, richtig? Ja, genau, das war das nämlich. Hoch ist gut bei die, bei, genau, bei Dungeons and Dragons ist Hochwürfeln gut, bei das schwarze Auge ist Niedrigwürfeln gut. Zum Beispiel eine 1 wäre jetzt kritisch kacke. ja, okay. Kurz mal umdenken. Ja, nice, haben wir geschafft. The casing is fragile. The slightest touch could cause it to crumble. Aber warum sollten wir da noch mehr... Das ist doch kaputt. Nee, das Baldur's Gate ist noch nicht draußen. Das ist Early Access. Ja, pff, nimm dir mal. Casing crumbles beneath your hands, sloshing volatile brine as it collapses. Oh. Hat er was gemacht? Nee. Wir haben nur 9 Leben? Echt jetzt? Das ist aber ganz schön wenig. Wie viel? Warte mal. Haben wir ein Inventar? Ja. Ausrüstung. Wo ist denn der Charakter? Wisst ihr gerne, was wir so mit uns? Oh, jetzt habe ich C gedrückt. Ne, machen wir nicht C. Wo kann ich den gucken? Warte mal, I? Ne, E? Schon wieder Münzen! Oh mein Gott! Alter, K, Dankeschön für 5 Euro. Wie lange wird der Stream gehen? Bis 14.55 Uhr. Danke. Dankeschön, Tobi, für den Resub. Wo hat die Waffen her? Unser Kurzbogen macht 1W6 Stichschaden. Krass. Das heißt, im Optimalfall machen wir schon 6 Damage und ich habe nur 9 Leben. Okay. Gar nicht so wenig. So, gehen wir mal gucken. Irgendwo war hier noch so ein Typ. Dark, der Gedankenschinder. Der ist dabei draufgegangen? Okay, ist ein Gedankenschinder. Das heißt nicht gefunden. Hast du was dabei? Ja, nein. Lol. Stachelige Knolle. Eine klebrige, harzartige Substanz läuft an den Stachel dieser Knolle herab. Mhm. Und Trank der Geschwindigkeit. Erhalte 3 Züge lang Hast. Und das ist doch ganz nice. Den hat's zerbrezelt. Auf Deutsch ist ja echt ekelhaft. Aber die redet doch Englisch. Und deutsche Texte ist so. Also. Oh, falsche Taste. Storymäßig hatte ich mal gelesen, spielt das ein paar hundert oder zumindest mindestens 100 Jahre nach Baldur's Gate 2 und den ganzen Ereignissen. Also das hat damit nicht mehr viel zu tun. Es gibt aber wohl scheinbar aktuell irgendwie so ein Add-on. Also so für das Tabletop, wo das irgendwie dran angelehnt ist oder so. Aber da bin ich überhaupt nicht drin. Ich glaube, hier oben müssen wir gar nicht hin. Was ist das hier eigentlich für ein Zeug? Genesung. I feel better. Oh, danke. Dankeschön. Das sieht aus, als wäre das ein Arsch. Also, komm wieder. Da kommen wir doch nicht durch. Hardstyle! Danke für 21 Monate. Tö, doch, da kommen wir durch. Aber wenn ich mir die Map angucke, ist doch da noch viel mehr. Warte mal. Wenn ich Alt gedrückt halte und hier hinten würde einer liegen, den der Charakter aber nicht sieht, kriege ich den da trotzdem angezeigt. 60 Euro für EA, heftig. Ja, aber du kriegst doch das Spiel dann auch später. Also... Du zahlst ja jetzt nicht nur für die Early Access Variante, musst dir dann das Spiel nochmal kaufen. Das wäre krass. Aber wenn du jetzt schon zocken willst, musst du ja nicht. Oder? Oder habe ich das falsch verstanden? Kann man das Spiel nur auf dem PC spielen oder wird das auch für andere Konsolen geportet? Das weiß ich gar nicht. Aber das könnte ich mir gut vorstellen. Ich meine, Divinity, hier Original Sin 2 gibt es ja sogar für die Switch. Können wir hier nirgendwo mehr hin? Habe ich auch noch eine andere Map? Oh ja, M.
Oh, die sieht aber ganz schön grob aus. Hoi. Das ist. Kann es sein, dass das einfach nur die Minimap ist, die man dann reinzoomt? Myrnav, wer auch immer das ist. Ja, scheinbar müssen wir da lang. Spiel inklusive bei Fertigstellung. Ja, okay, weil sonst wäre das echt heftig gewesen. Ja, gehen wir mal weiter. Resident Evil hat resubbed. Dankeschön. Red. Ist das jetzt ein Horrorspiel? Teufelchen. Ja, in welcher Welt wir jetzt sind, also wo wir sind, keine Ahnung. Warum da irgendwie so kleine Teufelchenviecher kommen. Aber die haben Heiltränke dabei, die nehmen wir gerne. Ach, guck mal, da wird sogar angezeigt, wenn ich mit dem Mauszeiger... Flüssigkeiten sind relevant. Blut löscht offenes Feuer, kann einfrieren. Okay. Hirnglas. Da ist echt ein Gehirn drin. Warum? Ätzende Knolle. Wieso können wir das denn mitnehmen? Jo, einfach mal eingesteckt. Erzeugt eine Pfütze ätzender Brühe, die 1W4-6 Säureschaden pro Zug bewirkt. Okay, krass. Was das macht, weiß ich nicht. Stacheliges Gerät. Wieso können wir denn diesen ganzen... Okay, das Zeug wird einem aber nicht angezeigt, wenn man Alt drückt. Teufelchen, du bist in den Niederhöllen. Herzlichen Glückwunsch. Okay. Das ist nicht gut, oder? Achso, die anderen Teufelchen müssen wir noch nehmen. Ein Feuerpfeil, eine Schriftrolle. Ja, ich komme ja gleich. Jetzt lass mich hier mal gucken. Zerebralaquarium. Brains. Aber ich muss sagen, so ein Aquarium würde ich mir aber auch so mit Gehirn. Was ist das denn? Illitiden-Manuskript. Kann man da was lesen? Faint images appear in your mind. A brain, a Githyanki warrior, and centuries of darkness. Okay. Ist das bei beiden das gleiche? A thousand years of humanoid history. Elves, dwarves, humans, and more flash behind your eyes. A brain in a jar. Das hier sieht mir aber auch so aus als... Oh. Kann man die Deko angreifen? Hat ja alles Lebenspunkte. Weiß ich nicht. Warte mal, sind Pfeile endlos? Sieht zumindest so aus, ne? Dann schießen wir einfach mal drauf. Brains. Scheint jetzt nicht die mega Auswirkung zu haben. Warte mal, das können wir aufheben? Vielleicht können die Sachen kaputt gehen, wenn es brennt oder so ein Kram. Ja, Lufia 2 machen wir, sobald ich dafür Zeit habe. Das wird nur diese Woche nicht mehr passieren, weil heute Abend werde ich Pizza mit Kocht machen. Morgen gehe ich golfen und ab Freitag sind wir übers Wochenende am Nürburgring. So, wieso kann ich das? Das kann ich mitnehmen? Danke. Jo! Wo ist denn das jetzt? Was ist das überhaupt? Das Gehäuse ist mit zähem Schleim überzogen, stinkt markant nach verrottetem Fleisch. Ja, okay. Soda-Leaf-Gehäuse. Aus den blauen Streifen dieses Gehäuses dringt süßlich riechender Schleim. Das ist alles voll eklig. Stacheliges Gerät. Konsistenz getrockneten Schleims. Alles ist Schleim und... Okay. Dunkler Verstand, menschliches Gehirn, lebendig und intakt, umgeben von Cerebrospinalflüssigkeit. Ah ja, cool. Habe ich zwei Gehirne. Feuer. 1W4 Feuerschaden pro Zug, wenn wir da reinlaufen. Okay. Guckt euch das Rennen live vor Ort an. Ja. Schon zum FP1. Ja, ich hoffe, das schaffen wir zeitlich. Weil Peter kommt erst hier hin und dann fahren wir zusammen hier los. Könnte knapp werden, aber... Neuralapparat.
doesn't do anything. Ich finde das alles ganz interessant. Das ist so dieses organisch, also verbunden wird so dieses organisch-mechanische, was mir ja bei den Alien-Sachen schon total gut gefällt, hier von HR Giga. Ich gucke immer mal wieder nach dem Necronomicon von dem, aber das ist mittlerweile unter 400 Euro einfach nicht zu haben. Leider. Und für so viel Geld kaufe ich mir bestimmt kein Artbook. So, wo bist du denn? We are trapped. What the fuck? Wie kommen wir denn da hoch? Klick auf den Bein. Setze Springen zum Herankommen ein. Oh Gott. Als wenn ich so hoch springen kann. Dann versuchen wir das hier. Chris meinte, das Pen and Paper Add-on von Baldur's Gate 2 soll dran anlehnen, aber eben halt. Nee. Baldur's Gate 2, also ich glaube, das letzte, was da kam, war ja die Schatten von Am. Das ist so lange her, das hat damit nicht mehr viel zu tun. Was daran anlehnt, ist, glaube ich, eins der Add-ons, die für das echte Pen and Paper jetzt irgendwann mal erschienen sind. Also so habe ich das zumindest gelesen. Sollte ich da falsch liegen, dürfte ich gerne. So, wir können springen. Zu hoch. Nicht genug Platz. Da können wir hinspringen. Ja, easy. Okay. Das ist ja geil. Das erweitert die Spielwelt. Finde ich gut. We are trapped. Wieso? We are trapped? Aber das ist doch so ein zuckender... Wieso sind hier überall Gehirne? Guck dir den erstmal an. Taschendiebstahl. Erstmal beklauen. Untersuchen. Ach, guck mal, das ist wie bei Hannibal. Oh mein Gott, das ist wie bei Hannibal Lecter hier. Da kannst du ein Löffelchen von nehmen. Okay, dieser Hochelf kann sich weder bewegen noch sprechen, ist aber in Betrieb. Das ist eine gute Übersetzung übrigens, in Betrieb. Okay, What? War das nicht gedacht? In der Mitte ist ein Fahrstuhl. Ach, pfff. Yes, you've come to save us from this place. From this place you'll free us. The exposed brain quivers in expectation. Please. Before they return. They return. Das ist ein Spiel ab 5, oder? So oder ab 6, glaube ich. Also scheinbar können wir über das Vieh in unserem Kopf telepathisch mit den anderen kommunizieren. Ja, wir gehen mal alles durch, ne? Was haben wir denn? Mit wem rede ich da? Mann oder Gehirn? Ha! Diese Unterscheidung! Sexismus. Nein. A newborn. Born new from this husk. You realize you're talking to an intellect devourer. Oh, nice. Of the mind flayers who abducted you. Okay, ein Intellektverschlinger. Nicht das perfekte Spiel zum Essen. Ey, im Urlaub habe ich mir gedacht, boah, beim Mittagessen ist voll gute Idee, hier mal The Boys anzufangen. Aber nicht so die gute Idee. Aber die Folgen sind geil. Okay, also, wir kommunizieren mit dem Intellektverschlinger. Danke übrigens auch an Kefain91 für 9 Prime Sub. Dankeschön. Vendetta hat resubbed, auch fast 2 Jahre voll. Und Sneaky Snake hat auch mit dem Prime neu gesubbt. Dankeschön. Ich hau mir nebenbei Erdkuchen rein. Ja, also essen kann ich dabei auch, aber irgendwie ist es irgendwie trotzdem. Ist jetzt nicht so, dass ich nicht essen könnte. Ich glaube, ihr könnt nicht mehr gerettet werden. Sagt mir, was ich tun soll. Ihr klingt, als hättet ihr Angst. Warum? Oder direkt das Gehirn zerstören. Ne, wir können ja doch noch mal gucken. Ne, warum hat er denn Angst? The enemy. So many enemies. Was? Überall. Remove us from this body. From this case. Free us. Please. Wait, what? Okay, Nachforschung. Das offene Gehirn untersuchen. Minus 1 von Intelligenz 8.
Nachforschung minus 1. Das heißt, warte mal, was müssen wir denn dann da würfeln? 1W20 minus 1 von Intelligenz 8. Das heißt, wir müssen theoretisch eine 12 mit minus 1, mindestens eine 13 würfeln, ist das richtig? Also habe ich das jetzt hier richtig verstanden? Bin bei der Würfelei noch ein bisschen durcheinander. Den Schädel aufbrechen über Stärke? Jawohl. 11 oder höher? Wie kommst du denn auf 11? Ich habe jetzt gedacht, 1W20, wir haben 8 Intelligenz. Das heißt, wir ziehen 8 ab, kommen damit auf 12. Da wir aber minus 1 haben, wären wir bei 13. Oder heißt, weil minus 1 ist rot. Und hier ist Stärke plus 1 grün. Und rot ist doch normalerweise Kacke. Minus 1 heißt, kommst maximal auf 19. Ach so. Okay. Ja, egal. Wir werden es erst untersuchen. Geschicklichkeit. Das Gehirn behutsam aus dem Schädel heben. Ja, da sehe ich uns, weil wir sind geschickt. Aber erst gucken wir uns das mal an. Jetzt müssen wir würfeln. Ah, eine 11. Du hast vollkommen recht. Also 19 minus 8. So sind wir darauf gekommen. Für alle, die jetzt nicht so häufig Pen and Paper spielen. Ja, würfeln ist einfach irgendwo klicken. Eine 7! Oh no. Aber nicht kriegen, also ist nicht kacke, ne? Wir machen jetzt nicht plötzlich. Okay, das finde ich aber geil. Das ist echt nah an so Pen and Paper Kram dran. Das wäre auch das, was Bram jetzt sagen würde. Und man kann es auch nicht einfach nochmal probieren und nochmal würfeln. Das finde ich auch ganz gut. Ja, Stärke sollten wir vielleicht sein lassen. Aber Geschicklichkeit, da sehe ich uns doch. Wenn wir eine 1 gewürfelt hätten, hätten wir wahrscheinlich einen Finger reingesteckt und gesagt, ich sehe nichts. Mach nichts mit Gehirn. Das Vieh bringt dich um, wenn es die Gelegenheit kriegt. Ja, glaube ich auch, aber hey. Das ist ja auch, warte mal, dieses Vieh ist ja auch in meinem Kopf. Aber das, was in meinem Kopf ist, würde mich ja nicht umbringen wollen, weil dann wäre ich ja auch kaputt. Na, gucken wir mal, was passiert. Ich bin ein bisschen neugierig. So, jetzt müssen wir nämlich eine 7 würfeln. Da dürfte ja wohl drin sein. Ja, easy. Jetzt bin ich gespannt. Einfach mit dem Finger? Brain lifts from the skull, but you notice an opportunity. You could cripple the strange creature, making it more subservient should it prove a threat. What the fuck, Alter? Was ist denn mit diesem Spiel? Ich finde den Anfang aber ganz geil, muss ich sagen. So, wir haben jetzt erkannt, wir können die seltsame Kreatur verletzen und uns gefügig machen. Die Kreatur verschonen den Verletzungen, könnten sie schwächen. Pff, Quatsch. Such dir mal ein Stöckchen und piek's mal rein. So, wieder... Oh, eine 12. Wieso denn jetzt eine 12? War das nicht auch ein W20 auf Geschick? Egal. Jawohl, eine 18. Geil. Wann wird das released? Ich habe Bock. Ich habe tatsächlich keine Ahnung. Warte, ich google mal eben. Ich weiß es tatsächlich auch nicht. Baldur's Gate 3 Release. Google sagt, wow, 6. Oktober, ja, dankeschön. Oder steht das noch gar nicht fest? Frühestens in einem Jahr? Och man, nö. Wobei ist ja eigentlich gut, wenn sie sich Zeit nehmen. Eigentlich ist das eine ganz geile Nummer, dann machen sie jetzt den Early Access, nehmen das Feedback davon mit, so was läuft noch schief und haben dann noch ein ganzes Jahr Zeit. Eigentlich ganz gut. Stell mal vor, das würde jetzt auch noch im November rauskommen. Pff, besser nicht. Was machen wir denn jetzt? Echt mit dem Finger? Jo! The creature seems unaware of your interference. Ja. It relaxes in your hands. What? 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 We are free. Our freedom is ours, friend.
pauses, listening. Something behind your eyes seizes in recognition. We must go to the helm! At the helm, we are needed. Ich hab jetzt einen Hund? Ist das wirklich ein... Das ist echt... Wie geil ist das denn? Okay, pass auf. Gut, gehen wir. Was ist beim Ruder? Ich habe euch einmal geholfen. Mehr kann ich nicht tun. Ich gehe aber nicht mit euch. Wie soll ich euch nennen? Fangen wir erstmal, wie soll ich euch nennen? We are us. Ja, das habe ich mir gedacht. Das ist so Schwarmintelligenz, ne? So, das macht hier bei dem ganzen Schiffdesign auch irgendwie Sinn. Ja, Leckerli, weiß ich nicht. Danke. Frag mal, was ist denn da? The brain tenses, as though querying an unseen advisor. Do you not hear it? We will not survive here. We are needed to navigate. We are needed to leave this realm. Ja, da habe ich schlechte Neuigkeiten. Ist das ein Gehirnhund? Ja, es ist ein Gehirnhund. Aber gute abgefahrene Ideen bisher. Ja, Chat. Gut, gehen wir. Ich habe euch einmal geholfen. Mehr kann ich tun. Ich gehe aber nicht mit euch. Oh, nee, die drei nicht. Das Gehirn angreifen. Nee. Macht mal eins oder zwei in Chat. Entweder nehmen wir den mit oder nicht. Geht so ein bisschen nach gute 1, 1, 1. Da sind ganz viele Einsen. Eine, zwei... Ja, Poll dauert jetzt zu lange. Guck mal, gefühlt ist das auf jeden Fall die 1. Da sind zwar auch 2 in bei, aber... Okay. 37. To the helm we go. We are going to the helm. Hodor. Ja, der hat jetzt leider... Oh Gott, den kann man... Können wir looten. Knorpelige Truhe. Ach nee, Moment, das ist die knorpelige Truhe. Ich dachte, die bezeichnen den jetzt als knorpelige Truhe. Hat nichts mehr dabei, schade. Aber Truhe ist doch eine ganz gute Nummer. Wow, da sind ja richtig geile Schätze drin. Eine leeren Knolle. Erzeugt eine Kraft, die alle unbefestigten Objekte in der Nähe anzieht? Wie cool ist das denn? Ich würde es jetzt gerne tippen. Warte mal. Wir werden jetzt einfach mal testweise Sachen schmeißen. Neuer Spielstand, ein Nautiloide in der Hölle. Aber wir sind wirklich in der Hölle. Dankeschön. Pass auf, das schmeißen wir jetzt einfach mal und gucken, was passiert. Okay, das kriegt einfach Schaden, das Vieh. Ass. Okay. Das macht doch Säure, ne? Ätzende Brühe. Okay. Nur mal gucken, wie es funktioniert. Die Ladezeiten sind soweit. Die Ladezeiten sind top. Okay, zum Ruder. Wo war denn das? Ist das Ruder nicht da, wo wir hergekommen sind? Nee, da, Ruder. Wo kommen wir denn da hin? Wahrscheinlich hier außenrum. Okay. Du hast immer erzählt von wegen, da war irgendwie ein Aufzug. Wo ist denn hier ein Aufzug? Ach so, das Ding hier ist ein Aufzug. Neuralapparat. Ach so, das funktioniert als Schalter. Okay, das ist das abgefahrenste Tier, was ich jemals als Begleiter in dem Spiel, glaube ich, gehabt habe. Hey, Ast, du musst auch mitkommen. Wie kommst du denn jetzt da runter? Fällt mir gerade ein, die Karte, das hier ist Westen. Eigentlich wäre es klug, so zu machen, um sich besser orientieren zu können. Kommt ihr denn jetzt mit? F5 und F8 sind deine Freunde im Game. Ah, schnell speichern, schnell laden. Okay. Nee, Emma ist nicht neidisch, die pennt. Okay, ich hoffe einfach mal, dass Ass einfach so mitkommt. Aber scheinbar nicht. Wait, was war das denn? Leute, wir fliegen noch? Ich dachte, wir sitzen irgendwo fest. Nee. Ja, Ass, Mensch. Guck mal hier hin.
Kann ihn auch selber steuern. Okay, danke schön. Doppelklick. Klauen hat er. Fernkampfangriff hat er nicht. Oder S. Deswegen müssen wir zum Ruder. Ich dachte mir schon so, hey, wir liegen irgendwo so gestrandet. Können wir dem sagen... Gibt's hier, also die gibt's 100%ig, aber es muss ja auch Gruppenoptionen geben. Aber ich hoffe, die werden die uns die erklären, wenn wir ein wirkliches Gruppenmitglied haben. Wie das aussieht? So, da müssen wir da bestimmt rüberspringen. Wie macht Ast das? Gibt's ja eigentlich eine Schnelltaste für? Nee. Ah, die machen einfach das gleiche. Ja, nice. Uckbarsch, dankeschön. Wirf ihn. Wie mit eurem Werfen. Ne, die kann ich nicht werfen. Leute. Oh, jetzt hat er Schaden gekriegt. Oh. Okay. Man kann die werfen. Visions rush past, a dragon's wing, a silver sword, and a flash of your face seen through the strange woman's eyes. Oh, my head. What is this? Squaw, you are no thrall. Vlakith blesses me this day. Together, we might survive. Imps block the path forward. You will assist me in destroying them. We must reach the helm before we transform. What? Wir verwandeln uns in so Viecher? Sieht aus wie meine Ex. Okay. Dankeschön. Tharanir hat noch resubbed. Dankeschön. Okay, what the fuck? Verwandeln? We carry mind flayer parasites. Unless we escape, unless we are cleansed, our bodies and minds will be tainted and twisted. Within days, we will be Geich, mind flayers. Wir werden dann zu den Ma- okay. Wer bist denn du? Who am I? Your only chance of survival. And you mine, though it pains me to say it. Okay, irgendwas müssen wir noch machen können. We can do nothing until we escape. That must be our priority. Ja, okay, ich habe langsam verstanden, dass du zu dem Ruder willst. It is where we might gain control of the Ga'ath. Ga'ath. Once in command, we will deal with our Geich captors. Okay, das Coole ist, weißt du so, das hilft immer in die Welt reinzukommen. Das Problem ist, ich kann mir solche Sachen, also solche Begriffe nie merken. Ja, wenn du mich in 10 Minuten fragst, das Schiff Ga'ath ist oder hey, die Finger, das habe ich alles wieder vergessen. Aber okay, first, los. We exterminate the imps. Yo. Then we find the helm and take control of the ship. Yo. As for that thing, it will remain tame as long as it believes we are thralls. It may be of use in the fight to come. Ja. One of us. One of us. war F5? War bestimmt schnell speichern, oder? Ja. Ja, gucken wir mal, wie die Kämpfe funktionieren. Ah ja, guck mal. Combat Turns. Kämpfe sind rundenbasiert. In jeder Runde können Kämpfer eine Aktion und eine Bonusaktion ausführen und ihre Position ändern. Da oben ist Zugreihenfolge. Die Zugreihenfolge wird per Würfel entschieden. Dies wird Initiative genannt und von deiner Geschicklichkeit beeinflusst. Ja, perfekt. Wir haben relativ viel Geschicklichkeit eigentlich. Wieso ist der vor uns dran? Frech. Your available actions are highlighted. Okay. Ja. Bonus actions. Ah, also wir können das machen und das und uns bewegen. Oder das.
Bonus actions are actions you can perform on top of your normal actions. The movement bar shows how much distance you can cover during your turn. Aber der zeigt leider nicht an. Ah, okay. Also, wir können uns jetzt maximal bis hier bewegen. 12 Meter. Aber das sind doch nur 9. Wo sind denn die Gegner? Da ist einer. Da ist einer. Da sind die drei. Haben wir vier? Auf der Map sind vier. Egal. Was bist du denn eigentlich? Bist du... Was bist du denn? Bist du Kämpfer? Oder die hat zumindest zwei ein Schwert in der Hand. Also würde ich mal sagen, rein in die Olga. Mehr können wir eh nicht tun. Fernkampfangriff hat die nicht. Oder? Doch. Was hast du denn für Waffen? Ah, die hat auch Kurzbogen. Dann sollten wir den noch nutzen, oder? 85% Chance. War das mit keine Bewegung? Auch 85% Chance. Und der ist überrascht. Ah, der vierte ist noch nicht im Kampf. Okay. Ja, nutzen würde ich sagen. Bup. Nice. Da der eine Axt in der Hand hat, gehe ich davon aus, dass der sich zu uns bewegen muss. Und dann ist Madame, wie heißt die eigentlich? Lesel. Fertig. Die haben uns noch, die hat uns noch nicht bemerkt. Cool. Okay, wir gehen da hin. Jetzt bewerfen wir den mit irgendeinem Wobei, auf dem Boden macht überhaupt keinen Sinn. Die fliegen ja. Ha. Ja, dann schießen wir. Geschicklichkeit ungleich als erstes an der Reihe sein. Das müsste Intuition sein. Hä, hey, aber hat nicht das Spiel hat doch gesagt, das ist von der Geschicklichkeit abhängig. Man kann auch einfach irgendwo die Weltgeschichte schießen, was ganz cool ist. Wenn ich jetzt wüsste, dass da irgendwie eine brennbare Flüssigkeit drin ist, könnte ich versuchen, das aufzuschießen. Lol, was? Aber ich weiß nicht, ob das passiert, also schießt man einfach tot. Okay, stimmt nicht. Damit. Theoretisch könnte man jetzt noch eine Bonusaktion machen. Ich glaube, versteckt bringt nicht mehr so viel. Eintauchen finde ich halt abgefahren. Das. Oh, ich stelle mich gleich mal hier hin und tauche das mal in Feuer. Tanzende Lichter brauchen wir nicht. Stimmt, Ass ist noch dran. Aber der wird nicht viel machen. Das ist echt ein Ding. Das ist wieder was für Peter. Klauen können wir nicht. Verstecken. Versteck dich mal. Boah, mega versteckt. War eigentlich eine gute Idee mit dem Aufschießen. Oh, damn it. Ich war mir unsicher, ob der Nautiloidentank irgendwie brennbare Flüssigkeit beinhaltet. Ah, gucken wir mal. Jetzt werden die... Oh, die haben eine Armbrust? Die haben eine Armbrust? Wait, die wehren sich ja gar nicht. Ich bin etwas verwirrt. Aber du bist Nahkämpfer, du gehst an die Front. So, ich hoffe, du bist noch nicht zu nah dran, damit ich jetzt ausprobieren kann. Oh mein Gott. Na! Das ist mehr explodiert, als ich dachte. Wieso hat der keinen Schaden gekriegt? Yo, die Alte kriegt jetzt die ganze Zeit Feuerschaden, oder was? Oh nö. Ich hätte gedacht, oh, jawoll.
Ah, die sind immun. Ja, ich war etwas zu nah dran, würde ich sagen. Belastend. Du bist im Vorteil oder ein anderer Gegner des Ziels ist bis zu 1,5 Meter von ihm entfernt. Du hast keinen Nachteil. Nee, ich habe aber keinen Vorteil. Was passiert denn, wenn ich das jetzt trotzdem mache? Kritischer Fehlschlag. Ah, das passiert da. Nice. Wir sollten vielleicht von allem weg, was Feuer macht. Können wir dich irgendwie abwehren oder so? Lol, springen? Dann kann man sich ja noch viel weiter bewegen. Aber wollen wir gerade nicht. Ja, dumm gelaufen. Ah, wenigstens kritischer Fehlschlag. Oh Mann. Ja, ich glaube, du solltest mal aus dem Feuer vielleicht raus. Ja. Wie viel Leben hatten die noch? 5. 5 ist gegen 3 Gegner nicht viel, ne? Da trink mal besser einen Heiltrank. Und dann schießen wir den mal weg. Der soll ja jetzt drauf gehen, hoffe ich. Cool. Die brennt übrigens noch. Kannst du im Blut laufen? Zielpunkt ist nicht erreichbar? Warum denn nicht? Schade. Kann sich nicht im Blut wälzen. Kannst du die Gegner untersuchen? Ja. Dann kriegst du angezeigt, was die für ein Volk sind. Oh, kriegst du ja alles angezeigt. 10 Meter können die sich bewegen. Sympathie 0. Oh, und die Resistenzen. Immun gegen Gift. Und resistent gegen Feuerschaden. Okay. Ich hätte gedacht, die werden jetzt immun gegen Feuer, aber hey. Ja, toll, du kannst schon nichts mehr machen. So, du schießt den aber bitte ab, oder? Ja, nice. Gab 10 EP für alle. Wichtig. Oh, guck mal, da liegt so ein... Da liegt so ein Kleiner. Ja, viel bewegen müssen wir uns eigentlich gar nicht. Oh, warte mal. Jawoll, wie cool ist das denn? Ich weiß zwar nicht, ob ich da jetzt einen Vorteil habe, weil ich höher stehe, aber die Idee gefällt mir. So, was machst du denn jetzt Geiles? Einfach mal geile 3 Schaden. Alex. Du hast mehr Range, okay. Ja, ich hab den High Ground, Leute. Ist doch super. Was machst du denn jetzt? Ja, ein Damage ist okay. Ah, ist noch ein bisschen gebrannt, ist okay. Ja, nee, nicht Fernkampfschaden. Du gehst jetzt dahin und zwiebelst dir mal ordentlich auf die Omme. Jawohl! Da kannst du eigentlich auch schon mal da hoch. Ist es wichtig, wo man mit dem Rücken hinsteht, fällt mir gerade ein. Danke. Kann man die Charaktere drehen? Kirschen an das Vieh. Ja, wir werden gleich looten und keine Ahnung was, wenn wir diesen Kampf beendet haben. Hau zurück. Nee. Yo! Was war das denn? 20 war ein Crit. Now. To the helm. Dankeschön. Ja, das war doch ganz cool. Also die hat halt zugehauen, weil der Gegner sich bewegt hat und die noch. Aber wir hatten doch eigentlich keine Aktion mehr. Warum durfte die zuhauen? Gelegenheitsschlag. Ja, looten. Gold. Wieso hat so ein Imp Gold dabei? Aber egal. Mein Gold. Und wir haben eine Magierüstung.
Magierrüstung. Mit schützender magischer Energie die Rüstungsklasse um 3 erhöht. Okay. Danke. Teddy Killer, danke für den Resub. Die Mii-Show hat auch noch resubbed und ist auch schon bei 17 Monaten. Ein langes Schwert. Kann ich damit eigentlich umgehen? Wo sehe ich denn meine Fähigkeiten? Charakter? Nee. E? I? I ist Inventar. E ist Ausrüstung. N. Merkmale. Bla bla blub. Danke. Geübt mit Drohwaffen. Was sind denn Drohwaffen? Kurzschwerter, Hand am Brüste, Rapier. Keine Kurzbögen? Schurken dürften nicht mit Langschwertern umgehen dürfen. Ja, das hatte ich mir nämlich auch gedacht. Eher so Dolche und Kurzschwerter. Aber Dolche stehen hier gar nicht drin. Okay. Aber hier, irgendwas. Ja, ja, ach so, ja, da heißt Langschwert auch Langschwert und die hat schon Langschwert. Ja, gut. Ich glaube, um an den ranzukommen, müssen wir... Oh, Schädel. Schädeldecke weist ein Netz von flachen Brüchen. Warum sollten wir einen Schädel mitnehmen? Nee, mach mal nicht. Müssen wir jetzt durch Feuer? Oh, Heiltrank. Nice. Das war's hier. Da vorne müssten aber noch Gegner sein. Oh, hier können wir uns heilen. Stand da wirklich Alchemie und Schmiedekunst? Ja, was passiert, wenn ich das ausrüste? Ein W10, da habe ich ein W4. Lieblingsspielzeug von Schurken. Licht, Finesse kann eingetaucht werden. Okay, woran sehe ich jetzt, dass ich damit nicht umgehen kann? Untersuchen? Ich glaube, du kannst damit umgehen. Ich denke, du kannst es, aber vielleicht wollen deine Skills durch. Okay. Finesse sind die Multiplikatoren. Ja, jetzt haben wir halt hier eine andere Aktion, ne? Jetzt haben wir hier Spalten. Also die sind an die Waffe gebunden. Außer halt hier die Bonusaktion. Steht da irgendwie drin? Voraussetzung? Nö. 1W10 plus 1 plus 1W6. 1W4 plus 3 plus 1W6. Okay. Da kriegen wir dann doch den Bonus. Genau, also das ist dann die Finesse. Bleiben wir mal beim Dolch. Okay, Genesung kann man öfter machen. Das ist ganz nice. Da oben sind Gegner. Ja, weiter. Oh, wir sind jetzt hier oben drauf. Wer ist das denn? Hier halt. Das sieht ein bisschen steif aus.
Tschüss. Okay. Da ist jemand verletzt. Die können wir doch noch retten. Aber erst gehen wir... Jawohl, eine Bronzehalskette und Gold. Okay. Können wir scheinbar doch nicht mehr helfen. Warte, was sind das denn? Achso, das sind die Geschütze. Das sind die. Ja. Verzauberter Schuldirektor. Nee, hör mal auf zu ballern, Junge. Okay. Ja, ja, no delay, wir gehen ja. Aber lass mich doch mal die Sachen hier angucken. Da sind noch ein paar Teufelchen. Warte mal. Bam, Junge. Ha, jetzt können wir nochmal schießen. Sehr gut. Wie heißt das Schiff nochmal? Garth. Oder so. Jawoll, ein Crit. Die Animation bei einem Crit finde ich geil. Ah, kannst ein bisschen näher ran, aber viel näher muss jetzt auch nicht ran. Das mit dem Stoßen finde ich ja irgendwie auch abgefahren. Stoße ein Ziel bis zu 4 Meter fort. Ist natürlich ganz nice, wenn im Nahkampf einer ankommt, aber ich frage mich, ob man Leute auch irgendwo runterschubsen kann. Nee, das ist der Anfang, Stahlwolle. Wieso ist die nochmal dran? Die ist nochmal dran? Ah ne, Quatsch, wir können uns noch bewegen. So nämlich. Aber so weit kommen wir nicht. Aber die kann ja auch schießen. Ist zwar nicht so gut. 85% Fehlschlag. Also what the fuck? Naja. Ja, die Schriftrollen muss ich jetzt aber hier nicht benutzen, oder? Ein Feuerpfeil für so ein Teufelchen, wobei... Ach komm, sonst bewahren wir uns die wieder auf für die... Wobei, meint ihr, hier kommt noch ein Boss? Guck mal. Zack. Mitten ins Herz. Da liegt aber eine Streitaxt, habe ich gesehen. Und Gold! Aber scheinbar gibt es unterschiedliches Gold. Streitaxt. Vielseitig Nahkampf, Kampfkunst. Okay, vielseitig ist eher was für Lessel. Ne, Moment. E. Ich. I. Wait, wie kriegst du das jetzt ausgerüstet? Zeige mir den jetzt alle an. Aber egal. Die können die auch nutzen. Vielseitig, Spalten. Hast du mal eine Axt? So, okay. Gibt's schon Online-Koop? Weiß ich gar nicht. Vielseitig heißt, dass es mit einer oder zwei Händen geführt werden kann. Okay. Kann ich das denn dann.
Oh, jetzt sind wir noch versteckt. Wir sind noch versteckt, okay. Oder? Holla. Alter, ihr! Danke für den Resub. Und Sonja Sonmaya... Nee, Sonja... Sonmaya... hat auch Resub. Sonja Sonmaya... Ja, irgendwie so wird das sein. In der Nähe findet ein Kampf statt? Wait. Aber ich werde verpasst. Muss ich die killen? Ich kann nicht aus dem... Ich kann nicht aus dem rundenbasierten Modus. Ich kann da nicht rein, hä? Seltsam. Gibt Online-Koop, solange dieselbe Version benutzt wird. Okay. Wie kommen wir denn da hin? Ah ja. So, ihr seid clever genug, nicht durchs Feuer zu laufen, oder? Ja. Sehr gut. Kippen kann man die Kamera übrigens nicht. Also man kann sehr weit reinzoomen, finde ich. Dann geht die selber so ein bisschen in den Modus, von hinten zu sein. Okay, Schleimhaut. Ach so, warte mal. Die Gruppe wollte ich eigentlich ändern. Weil es ist schon ein bisschen blöd, wenn man als Fernkämpfer vorrennt. Wo kann ich denn das machen? Geh. Die Gruppe. Ausrüstung. Inventar, Charakterfelder. Wunderkind der Kampfkunst. Okay. Wo kann ich das ändern? Wisst ihr das? Oh, so von ganz oben. Okay. Mit O kann man das kippen. Ja, ich weiß, also ich könnte natürlich... Also, warte mal. Ha, wir können einfach schieben. So. Moment, das ist auch egal. Ja, aber ich will, also wir spielen ja eigentlich, wir spielen ja sie. Warte mal, sind die jetzt an? Ziehe eins der Charakterporträts unten links von den anderen weg, um den Charakter zu gestatten, sich separat zu bewegen. Ziehe das Porträt zurück, damit er wieder der Gruppe folgt. Ah. Aber ich will ja nicht mit der rumlaufen, die sind wir ja gar nicht. Ah, jetzt muss sie doch vor. So ist das also. So kann man die Gruppe splitten. Nein. Genau so. Anders da. Egal. Aber das ist halt, ne, dass es diese Layouts nicht mehr gibt. Beziehungsweise wahrscheinlich gibt es sie, aber ich finde das gerade nicht. Dass du halt bestimmen kannst, wer sich wo auch hinstellt. Guck mal hier, das ist Davy Jones. Konsole. Isik, back! Touch nothing without knowing its purpose. Ja, okay. Fassen wir halt nichts an. Irgendwas zu. Da ist ein Rucksack. Den fasse ich an. Bums. Gold und Malachit. Nice. Wait, what? Help me out!
Zu schwer zum Werfen. Naja, die hat unendlich Leben. Ich denke, da können wir nichts mit tun. Oh, weiß ich nicht. Das kann ich heute Nachmittag machen. Oh, Quatsch. Wenn du sie gruppierst und die Kriegerin steuerst, folgen die anderen. Ja, ich weiß, aber ich will ja meinen Charakter spielen. Aber... Und die als Gruppe... Warte mal, die können wir doch vielleicht... Ne, als Gruppe bewegen geht nicht. Die folgen halt einfach. Okay, wo kommen wir denn hier? Moment. Hier ist richtig. Aber richtig wollen wir ja nicht, deswegen gehen wir erst dahin. Ne? Da ist eine Truhe. Verschlossen. Brauchen den Schlüssel. Kann ich das nicht versuchen? Ah! Dafür macht man Schuhe. Für 9 Gold und Onyx. Danke. Ich habe noch nicht so ganz polierte Halskette hier, meins. Falsches Leben. Du rüstest dich mit einer nekromantischen Lebenskopie aus und erhältst 5 vorübergehende Trefferpunkte. Yaragashi, danke für den Resub. Und Lololo auch. Auch 2 Monate. Beide ohne Prime. Danke sehr. Nein, das ist nicht das volle Gehirn. Du kannst verwenden zum Befreien? Da hat die bei mir aber gerade gar nichts gemacht. Ja, doch. Get me out of this damn thing! We have no time for stragglers. Nach einem Mechanismus suchen, der den Deckel öffnet. Arkane Kunde, hier ist Magie am Werk. Nur was für eine. Es bleibt keine Zeit mehr, ich muss hier raus. Also Arkane Kunde haben wir jetzt nicht so wirklich. Da haben wir dann 1W19 minus 8 sind 11. Das habe ich noch nicht so... Ja, okay. Danke. Nach einem Mechanismus suchen, der den Deckel öffnet. Sollen wir die mal rauslassen? Papaya, danke für den Resub. Papaya, nee, Papaya. Aber ja, okay. The construction is too alien. Nothing looks familiar. This ship is crashing. Do you intend to die for a stranger? We must go. To the helm we must go. Warum seid ihr denn so Stresser? Oh ja, wir finden jetzt raus. Ziel 8. Ja, guck mal, das ist doch einfach. Eine 5. Hexerei! The magic's configuration is like nothing you know. Nausea climbs up your throat, the longer you try to discern its nature. Tja. Wait! That can't be. There has to be another way. Please! It cannot be helped. Come. Safe if she stays. Safe if we go. Ja, der können wir leider nicht helfen. Schade. Aber wir kommen ja nochmal dran vorbei. Oh. Skvar, how many hosts of these Geek infected? Geek. Was ist denn hier? Das ist noch so eine komische Konsole. Schmierige Stühle. Das hat schon was von dem ganzen Giga. Naja. Ja, Knöpfe, wo man nicht weiß, was die machen. Drücken! Ah, das kann nur Gutes sein. Oder? Ah, oh, ich glaube, wir haben was kaputt gemacht.
Jo, Firma, vielleicht sollten wir die doch nicht da rauslassen. Changed at the pull of a lever. How? If we are not purified, this may be our fate. Immer alles anquatschen. Der Splatter-Alarm war jetzt nicht. Ich habe auch jetzt gedacht, die platzt einfach. Aber. Warte mal, wo ist denn die Kammer von der? War das die hier? Abgeschöpfter Kleriker. Die scheinen die aber nicht nur umzuwandeln. Okay, Kerze. Da ist der Schlüssel drin. Den wir nicht brauchten. Oder jetzt nicht mehr brauchen. Ich weiß noch nicht so ganz, wo die Kapsel ist. Aber, die scheinen die ja nicht nur dazu zu benutzen, sich zu verwandeln, sondern irgendwie brauchen die den Saft von den Menschen auch. Call of Cthulhu, ja, ja. Eieiei. Tentakel, Tentakel, überall. Sehr schön. So, auf zum Ruder. Können die eigentlich auch rennen? Wenn man mehrfach klickt, nö. Spurten, doch. Ich glaube, der Hund ist da. Was machst du denn da unterm Tisch? Warte mal kurz. Hä? Wieso versteckst du dich denn da unterm Tisch? Warte mal, ich habe da gerade jemanden hier. Riecht ganz schön eklig. Okay. Och, musst du jetzt unbedingt hier reinkommen? Schön. Also hier könnten wir uns nochmal heilen. Das ist auf jeden Fall gegeben. Chris schnüffelt einmal in der Luft. Ich glaube, der Hund ist da. Ja, das riechst du. Das ist nicht menschlich. Hier sind ganz schön viele Tote. Boss Time. Oh. Da ist er ja. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Wait, Kampf beginnen? Ach so, gegen die Imps. Ich hätte jetzt auch gesagt, ja, ja, was connecten wir? Aber wieso ist der jetzt Freund? Hä? Jo, also... Der hat 135 Leben. Ja. Vielleicht sollten wir das mit den Nerven machen. Heißt ein Mindflayer im Deutschen auch Mindflayer? Nee, Gedankenschinder. Das kenne ich so aber auch aus anderen Spielen. Ja, theoretisch schmeißen nützt halt nichts. Passt. Ja, warum nicht? Ah,
Hast, haben wir eine Aktion mehr. Das ist ja doch ganz nice. Bleib du mal da stehen. Kommst du nicht an den dran? Nope. Prozent. Ja, dann bleib du mal da hinten. Nice. Keine Bewegung, kritischer Treffer. Perfekt. On to the next one. Na, hau mal ruhig auf das kleine Gehirn hier drauf. Naja, wir kommen leider nicht ganz ran. Aber, oh, warte mal. Nee, der kann nicht springen. Ah, dammit. Das hätten wir mit ihr vielleicht noch versuchen können, hier hinzuspringen und dann drauf zu hauen. Ja. Wir schlagen uns da mit Getiers rum und da ist der richtige Kampf. Aber das würde ich gerne gleich nochmal ausprobieren. Das, also ob das Springen wirklich nochmal die Reichweite erhöht. 6. Die ist nicht erreichbar. Klar. Hopp. Ins Gesicht. Und ein Crit noch hinterher. Ja, läuft. Und jetzt? Also wir müssen da ganz hinten hin. Würde ich einfach mal vorschlagen. Na, wir können nicht außen vorbeigehen. Oder? Kommen wir hier irgendwie hoch? Na, ich glaube nicht. Ich will da nicht hin. So, warte mal. Normalerweise würde man sich jetzt bewegen. Ah, das ist auch von der Bewegungsrate abhängig. Okay. Kannst das Spiel nicht austricksen. Ja, irgendwie bin ich aber jetzt... Ich will den nicht beschießen und dem da helfen, weil... Also... Die sind mir beide jetzt nicht so freundlich gesinnt, glaube ich. Ja, man könnte vielleicht da... Nee, da hoch springen ist zu hoch. Aber, also springen ist auch von der Bewegungsrate abhängig. Finde ich ganz clever. Ja, Gehirn braucht es. Aber wir müssen an denen vorbei. Können wir eigentlich Shift und Leertaste sagen? Nein. Und wehe, du haust mich jetzt, nur weil ich hier neben stehe. Oh. Danke. Okay. Nicking, danke für den Resub. It's Kvar. Hurry, before they strike. Jetzt muss ich doch daran vorbei. Ja, okay. Ich beeil mich doch. Ja, Gabi. Kann man mit Sprinten weiterlaufen? Irgendwie nicht. Oder? Ah, doch, ein bisschen. Die hatte doch nur 12 Meter Bewegung eigentlich. Die Bewegungsrate wird sogar verdoppelt. Ja, okay. Nein, nicht springen, spurten. Mein Gott. Wait, das einmal pro Zug bezieht sich auf die ganze Gruppe? Ach nee. Okay. Muss man immer erst noch aktivieren. Also quasi bestätigen, dass man das machen möchte. Dass das meinen Angriff kostet, ist nicht schlimm. Von
voll der gute Tank, das kleine Vieh. Ja. Take this ship, or Zariel will have your head. Ich weiß doch nicht so ganz, warum ich nicht auf seiner Seite hier sein sollte. Oh gut. Lethargisch. Erschöpfung überkommt dich nach Hast. Okay. Aber die ist doch dran. Warum können wir uns nicht bewegen? Heißt Erschöpfung, wir können, können gar nichts machen. Hätte ich das mal vorher gewusst. Denken, du bist der Feind, also dass du ein Sklave bist, oder nicht? Ja, also er denkt, wir sind Sklaven, was gut für uns aktuell ist, weil ich glaube, der will uns auch fertig machen. Und er denkt auch, dass wir Sklaven sind, also wird er uns tatsächlich auch versuchen, fertig zu machen. Naja. Champions of Norath, ja. Oder Temple of Elemental Evil, aber es war echt schwer. Genauso wie Icewind Dale. Kurz gucken, ob der Hund hier nicht direkt liegt. Sich gerne mal direkt neben den Schreibtischstuhl und dann ja, okay, einmal aussetzen. Ist ja belastend. Schwabenboy! Danke für Resub! Und Otti auch. Hat fast ein Jahr voll. Ja, nochmal draufhauen. Geht nicht, also next. Das ist echt der Megatank? Money! Danke. Auch fast zwei Jahre schon voll. Ohne Prime. Och, trifft doch. Durchschnaufen. Nutze deine Ausdauer, um dich zu schützen. Du kannst einmal am Tag Hitpoints regenerieren. Ja gut, das brauchen wir gerade nicht. Kannst du das mal lassen? Aber warum? Also, die sind doch beide auch gesprintet. Wieso musste ich denn dann jetzt aussetzen? Frech. Ja, ein Dolch benutzen. Geht nicht. Wow. Zack! Nice! Ziel ist zu weit entfernt und wir haben nicht genug Bewegung. Schade. Bedroht. Feind in der Nähe. Kreatur ist bei Fernkampfangriffen im Nachteil. Okay. Wie viel Schlag? Nein. Dafür wird jetzt hier mit der Axt aufgeräumt. Mädchen. Warum? Speichern, falls ein Bug kommt, okay. Ja, ist wahrscheinlich hier noch eine gute Idee. Wieso hauten die daneben? Sehr gut, du kannst dir schon mal eine hauen. So, jetzt aber. Zwei Schaden? Ich glaube, das Schwert ist besser, oder?
ein W8, beziehungsweise beidhändig ein W10. Das ist beidhändig auch ein W10, die sind genau gleich. Okay. Ja, blöd. Ims kriegen nur halben Schaden von Stichwaffen. Aber die Axt müsste doch eine Hiebwaffe sein, oder nicht? Beidhändig. Untersuchung. Geübt mit Ja, Kampfkunst. Das ist schon mal gut. Steht ja gar nicht bei. Doch da, Hieb. 1W8 Hieb. Quatsch. Wenn man sich dann jetzt den Imp anguckt, da müsste ja dann beistehen. Da, Resistenz gegen Hieb und Stichschaden. Ach so, beide. Na, okay. Dann sind wir wieder. Sind wieder alles gut. Okay, ich glaube, Madame ist dran. Der ist tot. Schießt den mal weg. Oder er sticht den. Ist mir egal. Cambion? Ja, loot den mal. Ich denke, die werden alle nichts dabei haben. Also auf zum Koppler. The Helms Alien Transponder. You've made it in time. Hallo. Ja, komm, du bist geschickt. Halt dich fest. Wann kommt das Game raus? Nächstes Jahr. Mit passiven Würfeln lassen sich verborgene Details in der Umgebung aufspüren. Ja, das kennen wir. Aber wo sind wir jetzt hin? Wieso? Ich dachte, die versuchen halt das Schiff aufzuhalten, anstatt jetzt irgendwie zu gucken, dass das Schiff woanders hinkommt. Ist das eine Beta? Ja, kann man sagen. Die Early Access ist auf jeden Fall. Hallo? Haben wir deswegen eingestellt, von wem wir träumen? Kommen wir dann zu der anderen Welt? Nee, doch nicht. Jo. Ich frage mich, ob der Dialog fehlt. Oi. Au! Oh mein Gott.
Da hat man ja nochmal Glück gehabt. Lol, verwüsteter Strand. Das ist ja wie in Divinity. Da bist du ja auch an so einem Strand. Also am Anfang. Die Gruppe gefällt mir. Drow, Neutral Evil, Intellect Devourer, Lawful Evil und Githyanki, Lawful Evil. Echt? Sind die Drow Lawful Evil? Hätten wir das nicht für unseren Charakter einstellen können? Oh weia. Ja, zum Glück überlebt. Kleine Flasche. Am Boden dieser Flasche ist eine rätselhafte Flüssigkeit eingetrocknet. Da nehmen wir doch mal ein Stückchen von. Drows sind auf jeden Fall böse, aber eher chaotisch böse. Sind Drow nicht chaotic evil? Okay. Ich find's bisher ziemlich geil. Ja, eine Quest haben wir natürlich jetzt nicht. Wir sind ja gestrandet. Da ist Ass. Must have been fishing when these monsters came. Bad luck. Ja, was mit der Lei irgendwas, wie die hieß, passiert ist, wissen wir auch noch nicht so ganz. Was ist eigentlich mit uns los? Wir sind nass. Okay, schwieriges Gelände. Schwieriges Gelände? Ach so, wir haben da unten im Fluss gestanden. Nice, erstmal einen Fischeimer eingesackt. Geil. Scheinen aber zwei, also irgendwie bei Gold, ne, es gibt hier dieses, man findet in Faerun Dutzende von Währungen, aber Gold nimmt jeder. Wir haben aber auch so ein, wie so ein Goldbarren, habe ich mal gefunden. Achso, nee, das war das. 33 Gold, okay. Da haben wir noch ein Seemannslieder für Umberli. Hula, da stehen echt Seemannslieder drin. Gibt es da noch mehr Seiten? Oh, ja. Wasser, Gold und was zu essen. Alles mitnehmen. Zerfleischter Fischer. Was blubbelt denn hier so? Oh, der hatte einen parfümierten Brief dabei. Ein parfümierter Brief. Sai, ich liebe dich. Da, ich hab's gesagt. Wenn du mich morgen triffst, werde ich es wieder sagen. Und wieder bist du alt und grausend. Wir sollten es wagen, lass uns nach Baldurs Tor gehen. Ich weiß, es ist riskant, aber hier zu bleiben ist es auch. Die letzten Monate waren hart, aber alles ist einfacher, wenn du bei mir bist. Verlasse dein Boot, triff mich am Hügel bei der alten Brücke. Bring mit, was du tragen kannst. Wir schaffen es schon ohne den Rest. Verspäte dich nicht. In Liebe, deine Anna. Dumm gelaufen. Ja, ha, Baldur's Gate. Ja, Baldur's Gate ist eine Stadt. Ich wette, man trifft die halt an irgendeiner Brücke und da wartet die dann, dann gibt man der den Brief, dann weint die ein bisschen und... Danke. Weiß ich noch nicht, was die dann mit einem macht. Mentos Riegel, danke für den Freesub. Ja, lass du mal. Das ist ein Schnellreisesystem. Aber wir haben logischerweise noch keine anderen Wegpunkte, aber nice. Ich dachte, das macht jetzt die Tür auf. Wer bist du denn? Stop! Ist das nicht die aus der Kapsel? You. You're the one who tried to free me on the ship. Yeah. At least you made the effort. Yeah. Suddenly, you see what she sees, feel what she feels. Confusion, resolve, and a hint of gratitude. Ah! Did you feel that? You've got the same thing I do in your head. Wo mein, also du warst kurz weg, wo mein Gehurnt ist, weiß ich leider nicht. Der ist abhanden gekommen, als das Schiff gerade abgestürzt ist. Ich find's aber ganz geil, ne? Die erinnert sich daran, wir haben versucht, die zu befreien.
Und das hat sich schon mal positiv auf ihre Reaktion ausgewirkt. Nice. So, was haben wir gespürt? Ich habe nichts gespürt, keine Ahnung, wovon ihr redet. Da habe ich schon mal erlebt, auf dem Schiff. Habt ihr ihn auch gespürt? The same. It must be that tadpole they put in our eyes. I assume that's what caused our minds to cross. These things are going to consume us from the inside and turn us into mind flayers. You and I need a healer. Finding one won't be easy in this wilderness. We'll need supplies. Hab ich schon. I'm hoping something of use might be behind this door. But I've barely made a dent in it so far. Wie die überlebt hat? Wahrscheinlich so wie wir. Aber Supplies, ich habe 2 Eimer Fisch. Also Essen haben wir erstmal. Ah, so, ich habe bisher kaum eine Kerbe hineinschlagen können. Sieht aus, als könntet ihr Hilfe brauchen. Jawohl. Das wird wohl nicht der einzige Eingang sein. Ihr könnt euch anderswo umsehen. Ihr macht Krawall. Der Lärm dürfte Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Schurke, schont euren Arm für den Kampf. Ich knacke das Schloss. By all means. I'm going to see what's at the top of this cliff. Nein! Hopefully there's no more of these creatures along the way. Oh nein, wir hätten erst sagen sollen, die soll mitkommen. Achso, doch da. Es wäre gut, noch jemanden dabei zu haben, der mitkämpft. Oder die Drow. Die toten Kreaturen zu euren Füßen lassen auf ein ordentliches Talent zur Grausamkeit schließen. Ja, lass mal. Company for our final moments. But you're right. Whatever lies ahead will be a little less daunting with support. You can call me Shadowheart. Natürlich. Ich frage mich gerade, sowohl die als auch die letzte waren so Kämpfer. Kriegen wir, wenn wir eine andere Klasse... Nee, das kann er eigentlich nicht. Genommen hätten andere... Ist das so ähnlich wie Gothic? Pff, nee. Nee. Also ja, ist auch ein Rollenspiel, aber die Spielmechanik ist eine ganz andere. Also, ja, wir können ja gerne sagen... Ich habe jetzt gesagt, komm mal mit, ne? Nicht, damit wir... Ich habe noch nie eine Elf oder Halbblut oder nicht mit einem so verführerischen Namen... Oh. Ich habe noch nie eine Elfe, ob Halbblut oder nicht... I've never met a drow with a sense of humor. Perhaps we'll get along. Lead the way. Okay. Tochter der Dunkelheit. Oh ja, schön. Flucht aus der Hölle haben wir abgeschlossen. Die Entfernung des Parasiten ist wahrscheinlich so unsere Hauptaufgabe erstmal. Verlassene Ruine jetzt. Findet einen Weg in die Ruinen. Begleiter, Tochter der Dunkelheit. Reise mit Schattenherz weiter. Wir haben eine Halbelfe namens Schattenherz rekrutiert. Sie war ebenfalls an Bord des Nautiloiden, wurde mit einem Parasiten infiziert. Aha. Gruppengold 54. Okay. Ja, wir können mal versuchen, das aufzumachen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass... What? You got it open. Just like that. Easy peasy. Ich sag doch, Schurkenspiel macht Sinn. Aber hier gibt es halt noch ganz viel andere. Lol. Das Ding ist genau hier runtergekommen. Ich dachte, das wäre jetzt noch 30 Kilometer weiter geflogen. Oh oh, ich habe irgendwie Quatsch gemacht. The Lucky, danke für den Resub. Oh oh, Wahrnehmung fehlgeschlagen. Was heißt das denn jetzt? Ich rieche hier schon wieder überall Fallen. Danke. Wir haben eine Art Gruft betreten, die anscheinend seit langem nicht mehr besucht wurde. Vielleicht liegen noch ein paar wertvolle Artefakte herum. So. Da können wir ja jetzt mal. Achso, das ist auch ein selber? Nee. Okay, geil. Das sieht doch vom Licht cool aus. Aber so eine Fähigkeit, so wie früher, so Fallen entdecken oder so, gibt's nicht mehr, ne?
Basically der gleiche Anfang wie bei DOS 2. Man ist gefangen auf einem Schiff, auf dem man irgendwas anbekommen hat. Halsring oder Larve und dann startet man an einem Strand. Ja, ey, wenn du das jetzt so sagst. Oh, wir können mit den Leuten ja reden. Something the matter. Was haltet ihr von allem, was wir uns bisher widerfahren ist? Wir sollten uns ein wenig besser kennenlernen. Wir sollten jetzt getrennte Wege. Nee. We haven't gone all that far yet. What are you referring to exactly? Die ist gar nicht so dumm. We go our separate ways, of course. What else? The ties that bind would be well and truly severed. If you must know, Baldur's Gate. And before you ask, no. I'm not telling you what I'm doing there, or who I'm meeting, or anything else. Ihr verbergt... Das ist ein geiler Satz, wenn man sowas zu Leuten sagt, so in einem Gespräch, ne? Du verbirgst etwas von mir. Da wechseln wir mal das Thema. Die ist da nicht so gut drauf zu sprechen, scheinbar. Wait, what? Must I? Thinking about it won't help. We know what to do, so let's do it. Find a way to rid ourselves of these things. We've no solid leads right now, though. We'd best get hunting. Ja, wir gehen jetzt. Also, dass man seine Gruppe, die kannst du auf jeden Fall safe noch wählen. Was hat er jetzt gesagt? Ach so, das ist alles passiv. Das hat mich interessiert. Ja, okay. Dann kann man das scheinbar nicht mehr beeinflussen. Ja, komm, lass mal weitergehen. Lava, kommen wir später. Schauen wir mal an zu suchen. Da, Wahrnehmung fehlgeschlagen. Wieso? Also hier gibt es ganz schön viel zu looten. Unter anderem ein Skelett. Eine Vase. Oder direkt einen ganzen Sarkophag. Ja klar ist dann... LOL. Was? Gab's das vorher auch schon? Items in grün? Sind die anderen... Gibt's blaue? Gibt's epische? Gibt's epixe? Ja, nice. Also zweihändige Nahkampfwaffe ist halt, das ist ein Speer. Zeit hat den Glanz des Speers abstumpfen lassen, weil ich dachte, als erstes oben rechts bei dem Bild, es wäre ein Dolch. Aber es ist ein Speer. Okay, wir haben automatisch eine Falle ausgelöst. Oh mein Gott, wir sind in Fett. Da fehlt jetzt eigentlich noch Feuer, oder? Wir nehmen mal den Schlüssel mit. Ach, die ist hingefallen. Ich stehe doch gar nicht in Fett. Tatsache. Oh mein Gott. Ein Spielercharakter stirbt. Verwende Hilfe, um ihn auf die Beine zu bringen. Ja, wer wie was denn? Wiederbeleben. Ein Charakter, denn er ist tot. Hol ihn mit einer Schriftrolle wiederbeleben zurück. Was passiert denn? Alles explodiert? Achso, Pommes dabei. Nee. Ja, also ich belebe die gerne wieder, aber doch bitte erst... Oh mein Gott, das schießt einfach... Nochmal. Cool. Ich habe gedacht, ich mache jetzt den rundenbasierten Modus weg und warte, bis das Feuer weg ist. oh mein Gott. Da ist lange nicht mehr gespeichert worden. Geil. Da können wir jetzt ein bisschen schneller durchgehen. Ich habe alles angezündet, das ist richtig. Aber ich dachte, ich hätte nicht damit gerechnet, dass es die nochmal schießt. Ja, komm. Oh nein, wir sind noch... Oh Gott.
Jetzt muss ich den Kampf nochmal zu Ende machen. Oh Gott. Wo ist das Problem? Ach doch, wieder hin. Ah, nicht genug Bewegungspunkte. Wow, da fehlen 30 cm oder so. Ne, doch nicht. Okay, komisch. Da muss es einen besseren Autosave geben. Ja, spätestens nach dem Absturz hätte ich jetzt gedacht, wäre ein Autosave. Also das ist doch. Aber okay, muss ich mehr speichern. Die Falle war aber geil. Also. Nee. Was mit ihr passiert, kriegt man auch so gar nicht mit, ne? Also, da die aber auf dem Cover ist, beziehungsweise auf dem Ladebild, gehe ich mal nicht davon aus, dass sie tot ist. Ja, hier, komm, abbrechen. Ne, nicht spielbeenden. F5 ist der bessere Autosave, ja, wahrscheinlich. Da. Die wird nicht jetzt auf dem Schiff gestorben sein. Das sieht aber auch ganz cool aus. Zar und Selune. Shit, da stand gerade, wer das ist. Dammit, das habe ich nicht gelesen. Taugt das Spiel? Ja, bis jetzt auf jeden Fall. Hier war aber nichts mehr, was man noch großartig. Den Brief müssen wir noch mitnehmen. Der ist, glaube ich, halbwegs wichtig zumindest. Also, ne. Die wird man treffen, wird sagen, hey, der hat nicht ganz geschafft, weil der ist kaputt. Tut mir leid. Quest beendet. Da. Must have been fishing when these monsters came. Bad luck. Ja, Kiwasa so ähnlich. Schon. Also ich dachte, hier hätte er halt gespeichert oder spätestens, wenn wir sie treffen. Blasted door, right? Wait. At least suddenly. Ah! Did you feel that? These you and I'm hoping would have barely made a dent in it so far. What? Das hat mir gesagt, ne? Ja. You can call me Shadowheart. Lead the way. So. Knacken wir noch das Schloss. What? You got it open. Just like that. Wobei ich mich aber auch frage, wenn man nicht Schlossknacken macht, wie man da reinkommt. Ob man dann hier rumgehen muss? Dass hier irgendwo ein Loch da von der Seite reingesprengt wurde? Ah, keine Ahnung. Ja, reingehen und hoffen, dass man nicht die Falle auslöst. Gasgruben. Vorsicht vor Gasgruben, die Oberflächen oder Wolken ausspeien. Bedecke sie mit hinreichend schweren Objekten, bitte. Was? Das hat er mir eben aber nicht gesagt, oder? Wait.
nach erklettern. Ich hatte irgendwie einklettern. Ich dachte, man könnte in die Kiste rein. Metal Gear Solid Style jetzt. Also, wir stellen die Kiste da drauf. Damit kein Gas da reinkommt. Okay. Oh, ich dachte, die nimmt die jetzt nicht so mit. Da müssen wir die werfen. Cool, dann geht die kaputt. Dead Brain. Danke für den Resub. Auch fast anderthalb Jahre voll. Schade. Aber man kann... Warte mal, man kann ziehen? Oh, okay. Aber was bringt mir das? Eben hat mich doch... Was mich gekillt hat, war doch das Feuer. Da wäre auch noch Gas rausgekommen. Was ist das für eine Gruft hier? Ah, toll. Wahrnehmung fehlgeschlagen. Das ist echt schlecht. That's curious. Warte denn? Wer wie wo? Ah, du hast die Entlüftung gefunden. Sollen wir die mal verwenden? Entschärfen können wir die nicht. Ganz cool ist das übrigens. Die Drow haben ja so eine leichte Nachtsicht. Ist das deswegen so viel heller? Ja, oder? Oder woran liegt das? Wegen dem Fett. Funke und Gas gleich Bumm. Exakt. Ja, nice, dass das auch berücksichtigt wird. Ist das Fett hier durch reingekommen? Ich dachte, das ist hier rausgelaufen. Das war ja so kreisförmig. Genau hier drum. Ist das Fett wirklich da rausgekommen? Ah, was können wir denn da draufstellen? Haben wir hier da so eine Bank? Macht eigentlich wenig Sinn, muss ich sagen. Die ist ja von unten offen. Zweite Kiste haben wir jetzt nicht mehr. Sarkophage. Vielleicht sind da auch Fallen dran. Also vielleicht gibt es hier einfach unterschiedlich viel. Ja, wir haben leider kein nichts mehr, was wir da draufstellen können. Weil ich die Idiot die zweite Kiste kaputt. Jawoll, da ist noch mehr. Oh. Ja, mehr ist hier nicht. Da ist nicht auch eine. Die Vasen, ja, könnten wir zumindest ausprobieren, ne? What's that? What's what? Oh, da, Knopf. Warum sollte man einen Knopf machen, der eine Falle auslöst? Ich würde eher einen Knopf machen, der eine Falle entschärft. Oder? Die Falle ist ja an den Gegenstand gebunden. Ihr drückt den Knopf. It won't move. Okay. Die können wir nicht ziehen. Müssen wir die jetzt echt da so hinschaffen? Komm, ein bisschen klein vor, aber sieht schön aus. Schleichen erhöht die Wahrnehmung. Ja, das war zumindest früher mal so, aber das hier steht nur, um die Chancen zu erhöhen, unerkannt zu bleiben. Mal gucken. Weil, also, mein Schurke hat bisher noch gar nichts davon wahrgenommen. Ah. Okay, nice. Danke, well. Seelenmünze. I wonder what it's worth. Diese Münze scheint seltsam und unverständlich zu flüstern. Sie füllt deinen Geist mit Zorn und Verzweiflung. Okay. Mal kurz speichern. Ich will mal so einen Sarkophag öffnen. Jawoll, ein Warhammer. Okay, scheiß auf die Knochen, aber eine Ringpanzerrüstung.
Aber was soll passieren? Gar nichts. Nice. Teufel an der Wand, ja. Fettes Großschwert. Ah doch, sie entdeckt die Wohl. Was passiert denn, wenn wir Verwenden machen? Ich habe ja gerade gespeichert. Nix. Okay. Ja, dass sie die entdeckt, ist ja schön. Also, dass die Fallen da sind, weiß ich ja, aber... Oder kriegt man dafür jedes Mal Erfahrung? Nee, ne? Fürs Entschärfen gab es immer Erfahrung. Aber das können wir gar nicht. Ne, können wir nicht. Können wir die denn jetzt benutzen? Nein. Die Löcher alle finden und zumachen. Du meinst hier die auf dem Boden wegen dem... Ja, das könnte man versuchen. Ich gehe mal davon aus, wir haben alle Löcher gefunden. Also das dürften ja... Die können wir halt auch nicht entschärfen. Aber zumachen, ich bezweifle halt, dass so eine Vase da drauf heißt, dass es zu ist. Aber eine andere Möglichkeit gibt es erstmal nicht. So viele Kisten sind hier nicht. Versuchen wir mal, die Vasen draufzustellen. Vielleicht hilft's ja. So, hier müsste noch eine sein. Da kommen aber trotzdem die Feuerbälle. Also muss man trotzdem noch gucken, wo man sich hinstellt. Hey, kannst du mal hier die Ding... Ach, die hat schon mal versagt. Das ist zu viel. Oh, ein Ring. Ja, bisschen blöd. Also entweder ist hier wirklich keins, was aber aufgrund der Symmetrie nicht so wirklich Sinn macht. Aber die haben beide nicht entdeckt. Ich kann eigentlich die Fackeln anmachen. Feuerschale. Haben wir einen Feuerangriff wahrscheinlich, aber haben wir nicht. Sonst noch irgendwas? Ich glaube nicht. Wir können einfach mal... haben wir hier noch eine? Provisorisch schon mal eine Vase dahinstellen. Ups. So. Ja, wobei, das hier sind auch zwei so kleine. Das ist eine große. Vielleicht ist da wirklich keine. Das sind auch zwei große. Es könnte wirklich sein, dass da keine ist. Aber wenn, bist du ungefähr hier. Du hast Feuerangriffe. Welche denn? Also ich benutze jetzt nicht meine Schriftrolle. Die ist ja dann weg. Oh lol, du bist ein Magier. Wait, what? Göttliche Führung. Führe eine Kreatur. Sie hält einen Bonus. Heilige Flamme. Zaubertrick. Einfache Illusion. Wait, was bist du denn? Oh nein, ich drücke mal C. Du bist ein Kleriker. Ach so. Das Inventar finde ich irgendwie noch ein bisschen seltsam. Also... Was ist das hier? Sollte hier nicht eigentlich das Inventar sein? Ah ne, hier sind die anderen Charaktere später in der Gruppe. Aber warum kriege ich das Inventar jetzt nicht angezeigt? Wenn ich das ins Inventar gehe, dann kriege ich die Leute nicht angezeigt. So.
Ich hätte gern beides gleichzeitig. So! Hä? Was habe ich da gedrückt? Was ist das? N. Charakterbogen, natürlich. Hier zieh mal einen Ring an. Der Kriegshammer. Keine Übung in Kriegshämmern. Ah, das sind Streitkolben. Okay. Nietenbesetzter Schild. Rüstungsklasse plus 2. Hast du auch. Keine Übung in schwere Rüstung. Okay. Ah, die hat mittlere Rüstung. Wie waren das hier? Wenig Rüstung ist gut, oder? Ja, muss ja. Oder nicht? Wenn du 3 Rüstung hast, ist besser, als wenn du 4 Rüstung hast. Nein. Okay. Aber hat man nicht bei Baldur's Gate früher immer extra so Minusrüstung in so einem Kram gesammelt? Das war früher bei AD&D noch so, also in Baldur's Gate 1 und 2. Aha, ich wusste doch, ich kenne das irgendwo her. Ah, okay. Dann war das in Baldur's Gate 2 so, dass bei einem Rüstungswert 3 war besser als Rüstungswert 4. Okay, das ist mittlerweile nicht mehr so. Je höher die Rüstungsklasse, desto schwerer zu treffen. Okay. Früher war das irgendwie anders. Da haben die anders gewürfelt. Ja, ich würde sagen, give it a go, oder? Können wir hier irgendwo noch was finden vielleicht, was uns irgendwie... Ja, hinsetzen muss ich mir jetzt nicht, aber... Also ich frage mich, was der Knopf macht. Speichern wir mal. Vielleicht können wir die auch... Warte mal, steh ich mal dahin. Reicht ja, wenn einer drauf geht. So, du stellst dich jetzt dahin. Oh, warte! Das ist ja eine Tafel. The text on the plaque is a mystery to you. Okay. Danke. Schwarze Tintenflecken besudeln den Griff des Schlüssels in einem Sarkophag in einer längst vergessenen Kapelle gefunden. Das ist ein Story-Gegenstand. Trinamic, danke für den Resub. Sleeper genauso. Okay, geht los. Nicht genug Bewegung. Scheiße, ich hätte sprinten sollen. Kann ich jetzt doch sprinten? Ja. Nice. Sollen wir einfach rausgehen? Oder wollt ihr wissen, dass das geklappt hat, was wir hier fabriziert haben? Eigentlich würde ich halt gerne wissen. Bin leider viel zu spät dran. Ja, macht ja nichts. Wir laden den Stream auch hoch. Stell eine an den Knopf. Oh, das wäre vielleicht klug gewesen. Aber den haben wir ja schon mal gedrückt. Jo. Also es kommt zumindest kein Fett mehr. Das hat wirklich funktioniert. Die Vasen da drauf zu stellen. Okay, das hätte ich nicht gedacht. Ja, nice. Die Feuerbälle kommen immer noch, aber das habe ich mir gedacht. Vielleicht kann man die jetzt mit dem Knopf abstellen. Wo war der denn da? Bei 10? 10. Wer hat denn jetzt 10 Schaden gekriegt? 9? Hä? Da ist irgendwann was Schaden kriegt. Egal. Komm mal her, Schätzchen. So, und jetzt drückst du da diesen Knopf. Natürlich! Was? Okay, der Knopf hat die Falle ausgemacht, aber um den Knopf zu drücken, musste sie sich da hinstellen, anstatt da. Das ist ja mal völliger Quatsch. Naja. Oh, was ist mit dem Schwert? Was für ein Schwert? Warte mal.
Meinst du mit Schwert? Du meinst den Speer, den wir da aufgesammelt haben? Ich glaube, den kann keiner wirklich benutzen, oder? Ich guck mal. Ja, ja, du kannst es erst ausmachen, wenn die Falle an ist, scheinbar. Hätte ja auch geklappt, wenn Madame sich nicht einfach da reingeworfen hätte. Da ist der Speer. Der ist übrigens 200 Gold wert. Im Gegensatz zu unserem Dolch, der 30 wert ist. Also ist schon ganz nice. Kampf mit zwei Waffen ist nicht möglich. Aus der Mitte dringt ein schwaches blaues Leuchten. Die Magie, die vom Speer ausgeht, fühlt sich alt und schrecklich an und göttlich. Der Speer war ein Geschenk an den Vorbesitzer, dessen Loyalität den Tod überdauerte. Ansturm, Versprechen des Todes. Wenn der Speer das Ziel verfehlt, erfolgt der nächste Angriff des Anwenders auf dieses Ziel mit Vorteil. Oh, das ist ja ganz nice. Warum denn nicht? Speer und Bogen. Warum nicht? Wenn wir schon so was Cooles gefunden haben, nehmen wir das auch mit. Ja, die hat ein bisschen auf die Schnauze gekriegt. Das ist bestimmt nicht so schlimm. Damit leben wir jetzt. Okay, was ist jetzt hier falsch? Über Tod und Auferstehung. Da liegt ein Buch. Bringt uns das eigentlich irgendwas oder ist das alles wieder, also gibt's Fähigkeitenbücher? Oh, eine vergoldete Truhe. Eine Platte und eine Tasse. Geil. Oh, stimmt. Cleric müsste ja heilen können. Aber sehr heilendes Wort. Eine Kreatur, die du sehen kannst, erhält ein W4 plus 3 Hitpoints zurück. So machen wir auf jeden Fall plus 4. Dieser Zauber wirkt nicht auf Untote oder Konstrukte. Aha! Wait. Wirkt nicht heilend oder kann man auf Untote gar nicht wirken? Weil den würde ich als Angriffszauber auf Untote wirken. Lenkendes Geschoss, Schild des Glaubens, Resistenz, Selbstverkleidung. Heißt nicht heilend. Okay. Ich frage mich gerade, wie oft wir das können. Weil, also bei Baldur's Gate 2 war es zumindest so, da konntest du jeden Zauber nur eine bestimmte Anzahl häufig wirken und dann musstest du wieder irgendwie pennen gehen oder so. Damit die nochmal machen. Man kann in der 5. Edition keine Untoten heilen. Achso, nee, man kann in der 5. Edition keine Untoten tot heilen. So rum, okay. Schade. Eigentlich. Was haben wir denn sonst noch hier? Irgendwas, was wir... Das ist so dunkel hier. Da ist nochmal eine Tür. Opulente Truhe, ja, da sehe ich mich. Ich frage mich nur, was wollen die denn hier drin? Also... Die haben halt ein Gebäude gefunden, da wollen die rein, das ist halt eine Gruft. Okay. Was erhoffen die sich davon? Hier verbrauchen sich die Zauberslots, nicht die Zauber selbst. Okay. Aber den kann ich doch trotzdem noch wirken. Ah, lol, das meinst du. Das heißt, die kann zweimal zaubern und dann ist Schicht, bis die gerastet hat. Krass. Das ist aber wenig. Das hier sieht mir wie eine Druckplatte aus, befallen. Schlafgemach. Wieso gab es jetzt 10 Erfahrungen? Wir haben eine Art Gruft betreten, bla bla bla. Vielleicht liegen noch ein paar wertvolle Fatte. Untersuche die Ruinen. Okay. Ist ja noch Level 1.
Ja, natürlich. Also, dass man nicht das ganze Spiel über nur zwei Zauber hat, dachte ich mir aber. Ist halt sehr einschränkend. Was sind das für Gegner? Wollen wir schon... Man kann ja voll spoilern, indem man jetzt mit dem Mauszeiger darüber geht. Nee, das machen wir nicht. Komm. Wait, what? Da ist eine Tür. Was soll das denn sonst sein? No lock, no handle. How does it open? Wir haben eine verschlossene Tür entdeckt, aber es ist kein Schlüsselloch zu sehen. Hinter ihr steckt bestimmt etwas Interessantes. Dann sollten wir die ja auch nicht knacken können, oder? No lock, no handle. How does it open? Könnte draufhauen. Gesundheit 16. Oder hier ist halt irgendwo. Gott, I need a drink. Kerze. Doch, die kann man so anmachen. Ich dachte. Ja! Okay. Danke für 100 Bits, Lamdo. Was ist das denn hier? Was machen die? Warum greifen die mich an? Mari. Wieso sind das named Leute? Barton. Torga. Hasai. Das ist eine Gruppe? Kefrey. Hä? Wieso greifen die mich denn an? Was ist denn da los? Aha. Also die hat jetzt kein Feuer mehr, oder? Nee, das ist die Aktion, keine Bonusaktion. Okay, dann stell dich mal dahin. Du gehst mal kurz dahin. Heilige Flamme. Ach, komm schon! Segen der List. Ich dachte, die Segen der Flamme kann ich irgendwo hinmachen. Dammit. Oder das Geschoss. Beschwöre einen Lichtstrahl. Ich glaube, ich speichere mal eben. Vielleicht macht das lenkende Geschoss das. Ach so. Es kommen Flammen. Aber brennt nicht. Na gut. Ich dachte, wenn ich jetzt auf das Öl... Also, da waren noch Flammen zu sehen. Aber heilige Flammen vielleicht. Waren wohl zu wenig Flammen. Also, ich gehe mal davon aus, da reicht ein Funke. Ja gut, nee. Dann zaubern wir hier die heilige Flamme. Und ich würde sagen. Jutsu. Wait, what? Die kommen nicht? Doch. Ah, schieß mal auf die Tür. Das ist okay. Radiant, geiliges Licht. Ja, heiliges Licht. Der Zauber macht kein Feuer, sondern Radiant Damage. Ja, das. Ich hatte aber gehofft, dass es irgendwie als zum Entzünden reicht. Nicht genügend Bewegung? Hey, du sollst nur die Tür aufmachen. Jetzt steht die vor der Tür. Ach komm. Ach komm. Nicht direkt nebeneinander stehen. Also ich habe nämlich vor, immer schön Türe auf. Türe wieder zumachen. Und wenn die gleich vor der Tür stehen sollten, wo bin ich noch nicht so ganz von überzeugt bin, dass die das machen. Aber, sollten die das machen, können wir diesen ganzen Shit, den man da auf den Boden werfen kann, von Säure und so weiter, können wir alles hier hinwerfen. Hallo.
Oh, warte mal. Oh nein, kann man nochmal zurück? Nee, man kann nicht mehr zurück, ne? Ich hab doch den Flammenpfeil. Tür auf, Feuerball rein, Tür zu. Ja, genau. Oh, meinst du, das geht? Oh, da habe ich ja noch gar nicht drüber nachgedacht. Ne, den kannst du nicht von der Wand nehmen. Warte mal. Kann man den Gegenstand kann man auch nicht werfen. Ja, aber ich mag die Denke. Also wenn jetzt hier so ein normaler Ständer stehen würde, den man einfach anmacht und dann da ins Öl wirft, aber die sind... Den mal, den vielleicht. Aber der ist zu weit weg. Ah, das werde ich bei Zeit nochmal ausprobieren. Ja, da du keinen Fernkampfangriff hast, Alter, warte mal, wir finden gerade auf dir 12 Leben und da kommen jetzt 6 Leute an. Das kann doch nicht ein normaler Kampf sein. Also rein theoretisch sind die doch viel zu stark. Machen wir denn jetzt noch? Wiederbeleben. Ich würde sagen, zaubern und Türe zu, oder? Wasser erschaffen. Führe eine Kreatur. Danke. Bezaubern. Geil. Knüppelt ihr jetzt eure Freundin um? Ja, schieß mal auf die. Nein, nicht auf die Tür. Schade. Okay, also Tür aufmachen, den Feuerpfeil daraus. Sollte speichern. Die Taktik ist immer noch die gleiche. Wir warten, bis die alle hier sind. Wobei, warte mal. Theoretisch können wir den ganzen Shit auch dahin schmeißen. Aber ich habe eh nur eine Aktion. Also jetzt ist erstmal der Feuerfall dran. So, so kriegt ihr beide was ab, richtig? Obwohl ja. Komm im Land des Feuers. Da ich jetzt keine Aktion mehr habe. Wobei doch, werfen können wir doch. Nee, das ist eine normale Aktion. Machen wir mal einfach die Türe zu. Weiter geht's. Jo, was? Hä? Warum? An Wasser erschaffen habe ich schöne Erinnerungen in einer Taverne. Ich fülle die Schale mit Wasser erschaffen auf. Okay, sag mal, wie viel Wasser erschafft der Zauber eigentlich auf deiner Stufe? Ups. Was war das jetzt? Ja, weiß ich auch nicht. Warum? Also, für ja natürlich gut. Aber ist so ein leichter KI-Aussetzer scheinbar. Oh mein Gott, ich glaube, ich kriege diesen Kampf heute nicht mehr fertig. Ich muss um 5 vor 3 aufhören. Ja, komm mal angelaufen. Schieß mal alle die Tür da kaputt. Okay. Was machst du denn für Quatsch? Okay, ich weiß noch nicht so ganz, wofür diese zwei Leisten hier sind, aber... Lol, die Tür geht ja auch kaputt. Wie geil ist das denn? Was sieht man denn wirklich? Den werden wir nicht kaputt kriegen. Will die nicht werfen? Hä? Ich weiß noch nicht, wie das hier funktioniert. Wie helfe ich diesem Charakter denn? Vielleicht doch erst wieder später herkommen. Ja, kann sein.
Hab noch nie ein RPG im Stil von Baldur's Gate gezockt. Ist das anfängerfreundlich? Ja, finde ich schon mittlerweile. Also klar, ne, du kannst dir auch alles durchlesen hier mit Würfeln und Chancen. Danke. Und welcher Wert was beeinflusst. Oder du kannst einfach spielen. Na cool, jetzt hat die ein Leben wieder. Ne, drei. Ist die jetzt dran? Ja, wir haben eine Aktion gemacht, ne? Also mehr geht nicht mehr. Okay, die Schelme, also die Gruppe scheint doch ein bisschen krasser zu sein, als ich dachte. Und die können jetzt durch die Tür schießen. Wie bei Herr der Ringe. Oh, das war mal eine nice Initiative. Oh oh, Feuer ist aus. Ach, schon wieder sterben, das doch. Oh oh. Also wenn ich dir helfe, können wir wieder eine Runde lang gar nichts machen. Aber ich fürchte, das sind zu viele. Was? Ich glaube, die haben wir nach Mappen Süd gekloppt. Ja, Stufenaufstieg. Das ist Sephray, Leute. Der hat sich ein bisschen im Raum verteilt. Ich glaube, das war die Physik. Die nicht ganz stimmt. Aber das heißt, ja, mit dem Schmetterschlag, eigentlich hätten wir den gerade zerfetzt. Also das Spiel ist minder brutal, muss man sagen. So, die Helfenaktion können wir nicht mehr machen. Wir können uns einfach nur hier vorwerfen. Warte mal, können wir... Das will ich noch ausprobieren, bevor wir gleich fertig sind. Eintauchen. Ungültiges Ziel. Scheiße, ich dachte, wir können die Waffe in Blut tauchen oder so. Geht scheinbar nicht. Hätte ja sein können. So, gehen wir mal zu dem hin, einfach um dem auf die Pelle zu rücken. Oh, wir können ihn schubsen. Schubs. Ha! Wie weird. Ja, kriegst du nochmal Schaden. Das ist ganz schön. Oh, scheiße. Jo, da ist der dicke Knüppelmann. Jetzt kommt Lucille, oder was? Wieso ist die eigentlich bezaubert und schießt trotzdem die ganze Zeit auf mich? Ja, Todesrettungswurf erfolgreich. Sehr schön. Halt mal ein bisschen aus da. Kann ich irgendwas machen? Nee, wahrscheinlich nicht. Ah, das ist der Gelegenheitsangriff. Schade, das würde ich jetzt natürlich noch mal gerne ausprobieren, den Schmettern. Ein W8. Ein W6 plus 2, das ist eigentlich schon besser. Komm. Jo, die fliegen ja echt voll durch die Gegend. Wie geil ist das denn? I like. Oh, ein Gift? Damit können wir die Waffe überziehen. Ja, ich weiß, dass ich nicht genug Aktionspunkte habe, aber der soll ja nicht dahin gehen und die hauen. Und auf jeden Fall werden wir den natürlich... Oh, warte. Keine Aktion mehr frei. Ach, damn it. Aber wir haben eine Giftwaffe jetzt. Deswegen hat die eben so geleuchtet. Fehlschlag.
Gefesselt. Ja, ist ja gut jetzt. Kritischer Treffer. Ja, und jetzt renne ich weg. Feigling. Okay. Die hat's hingerafft. 5 Minuten haben wir noch. In den 5 Minuten werde ich auf jeden Fall noch mal ein paar Sachen versuchen. Wie sieht denn Gift aus? Okay, kritischer Fehlschlag. Scheiße. Schubse ich dich halt. Boom, Junge. Das ist ganz cool, ich weiß noch nicht so ganz, was es bringt, wenn man den nicht irgendwo rein oder runter schubst. Denn Laufen und Zuschlagen sind ja unterschiedliche Aktionen. Das heißt, der wird eh wieder angelaufen kommen und zuhauen, aber ich mag diese Mechaniken. Also springen und schubsen und die Physik dahinter ist vielleicht ein bisschen buggy, aber die könnte sehr geil werden. Das sieht nicht so gesund aus. Ja, aber also, ich weiß nicht, ob wir hier schon hin müssen. Jo, hallo! Also so ein ganzes Trüppchen scheint mir dann doch ein bisschen viel für Level 1. Theoretisch müsste der noch laufen können, ja. Ja, yo! Das hier ist eine Hand. Okay, das ist geil. Also ich weiß, das ist ein Bug und das muss auch gefixt werden, aber so in die Richtung ist schon mal geil. Also wäre, ich hätte auch nichts dagegen, wenn das unrealistischerweise der in 3 Milliarden Teile zerplatzt und den ganzen Raum mit Blut voll macht oder so. Oder wenn die einfach 50 Meter durch die Gegend fliegen oder so. Das ist schon witzig. So ist natürlich falsch. Aber jetzt noch das Falsche wegnehmen und das Witzige dalassen, da hätte ich Bock drauf. Ja, Heiltrank, Schmeiltrank. Wir müssen sowieso jetzt aufhören. Ich habe scheinbar noch nicht so ganz gecheckt, was das Bezaubern bringt. Eine bezauberte Kreatur kann dem Zauberwirkung nicht schaden. Oh, deswegen hat die uns nicht angegriffen. Ja, gut. Heiltrank ist halt... Wir kommen genau nicht hin. Das ist doch ein Scherz. Na, sehr gut. Also den haben wir komplett rausgenommen, Mari. Er hat auch nur ein Leben. Ich hoffe nur, dass die Bezauberung jetzt gleich nicht weg ist. Warte mal, wo ist denn der Magier von denen hin? Yo, nochmal kritisch. Also wenn die zuhaut und trifft, dann ist aber direkt der Ofen aus hier. Huh, du bist noch bezaubert, ganz nett. Am Ding sterbt. Oh, wir kommen nicht ran. Sollen wir schon mal wiederbeleben vielleicht? Das reicht auch genau nicht. Okay. Schlechtester Platz, wo wir stehen können. Jetzt renn doch nicht weg. Ah, es hat aufgehört, aber Fehlschlag. Das ist natürlich doof gelaufen, dass du nur noch ein Leben hast. Geile Nummer. Okay, das hätte ich rasten als Gruppe. Ja, das sollte man als nächstes auf jeden Fall machen. Die Tür muss da scheinbar auch noch weg. Die scheint nicht mehr da zu sein. Wie sieht denn so ein Stufenaufstieg aus? Das können wir vielleicht noch schnell gucken. Vorbereitete Zauber 5 von 5. Ah, das kann man aber auch an... passen. Ah ja. Stimmt, da kannst du jetzt 1W8 plus 3, 1W4 plus 3. Da nimmst du dann einen Zauber, steht dabei 1. Auch 1. Ja, der ist doch besser.
Ah, nee, 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 nee. Das ist eine Kreatur, die man berührt und das kannst du auf Range machen. Aha. Da kann man dann die Zauber anpassen. Ja, das ist doch ganz cool. Und du kriegst neue Merkmale. Abbild beschwören. Aber jetzt irgendwie geschickt, also göttliche Macht fokussieren. Okay. Bei unserem eigenen Charakter. Raffinierte Aktion spurt, hä? Neu? Ach so, einmal mehr? Basiert das Spiel wirklich auf dem D&D-Regelwerk? Ja, klar. So, dann werde ich doch mal speichern, weil die Gruppe haben wir ja easy geschafft. Finde ich echt cool. Also das wird Spaß machen, Leute. Bis jetzt macht es mir auf jeden Fall Spaß. Early Access erscheint dann in einem Jahr scheinbar. Und das sieht gut aus. Mir gefällt die Tiefe. Bisher so von den Stories und wie man mit den Leuten interagieren kann, dass die sich daran erinnern, wie du vorher mit denen interagiert hast. Es gibt halt Flüssigkeiten, die entzündbar sind oder gefrieren können und Sachen löschen können und so weiter. Also das wird nice. So. Ich bin hinhergerissen, will ich, dass mir Bugs 60 Euro... Ja, nee, dann lass es. Also ich wollte da auch nur mal reingucken, weil ich mich damit bisher gar nicht beschäftigt habe. Aber Bugs stören mich persönlich auch nicht wirklich. Also, ne, da die Leute jetzt da irgendwo die Textur an der Wand sind, wird mir jetzt nicht das Spiel vermiesen. Gut, dann war es das für heute. Und wir sehen uns, ich glaube, wir sehen uns die Tage schon wieder. Und wenn mich nicht alles täuscht, morgen machen wir dann Crusader Kings weiter, morgen Mittag um 12. Dass wir endlich mal König von Ireland werden und die Titel da gründen, die uns noch fehlen. So, ich muss weg. Wir sehen uns morgen. Danke fürs Zusehen. Streamt heute Abend irgendwer? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Tschüss. Ich kann leider nicht streamen, ich mache Peace Record.